Hallo, herzlich willkommen zu eurem Lieblingsformat Rage of M. Bias. Marco. Leute, wir beginnen diese heutige Sendung. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind heute alle zusammen hier in der Gaming Area versammelt, denn in der Gaming Area haben wir eine Klimaanlage. Und es ist draußen sehr warm. Und deswegen gehen wir nicht ins draußen. Hängi. Das ist ja sehr warm. Wir haben es fast geschafft. Ich möchte diese Sendung heute beginnen. Wir haben ein Paket bekommen, beziehungsweise Marco hat ein Paket bekommen. Wir kriegen ja ab und zu mal von euch was geschickt. Da freuen wir uns immer jedes Mal. Wir haben auch schon ein paar Mal Sachen vorgestellt. Auch diesmal möchten wir was vorstellen. Und diesmal eine etwas andere Präsentationsform. Ich habe hier einen Brief, den möchte ich gerne vorlesen. Und am besten sehen wir uns einfach Marco mal an. Wir greifen mal Marco ab und ich lese einfach mal diesen Brief vor. Wow. Seid gegrüßt, Lord Westenmann. Land auf und Land ab, besingen die Barden euren Ruhm und verkünden eure Heldentaten. Die Kunden von euren Siegen hat selbst die abgeschiedenen Schmieden des Spesserhats erreicht. Seit wir dieses Internet haben, sind wir nicht mehr auf die berittenen Boten angewiesen, die doch nur allzu selten zu uns in den dunklen Wald kommen. Wir freuen uns, jeden Bericht eurer Schlachten gegen den niederträchtigen Flonny noch frisch triefend vom Blut der Konquistadoren und Bogenschützen sehen zu können. Damit wir euch noch lange zujubeln können, übersenden wir euch demütigst ein Geschenk, eine Weste gewebt aus dem besten Stahl des Königreichs. Möge sie euch schützen und auf all euren Feldzügen und euch zum Sieg verhelfen. Wir hoffen, das Überlaufen von Lady Mara zum Feind ist nur eine weitere eurer Kriegslisten, um Flonny von innen heraus zu zermürben. Die Queen of the Hill, wie man sie landläufig nennt, gehört in euer Lager. Solltet ihr um Lady Maras Sicherheit besorgt sein, so lasst es uns wissen. Wir fertigen ein Kettenbikini für sie an. Okay, vielen Dank dafür. Werbenlesen etwas unterschätzt, wie lang dieser Brief ist. Ja. Aber wunderschön. Also, man muss jetzt mal sagen, dieses Paket, wirklich 10 Kilo schwer, das ist eine echte, ja. Das ist eine echte Kettenweste. Auch. Das ist auch richtig krass. Da wirst du richtig stark, ne? Wenn du da jetzt den ganzen Tag damit rumläufst. Könnte mir gar nichts. Also Pfeil und Bogen. Man hätte auch vorhin echt eigentlich, also eigentlich hätte man uns sehen sollen, wie wir das ausprobiert haben. Mara und ich bei Marco im Büro, er zieht sie sich über und wir wollten dann so testen, ob das geht. Mara nimmt original direkt eine Schere so. Ja. Und man hat schon gemerkt, ja, das würde durchgehen, das ist genauso dick. Die Spitze würde durchgehen. Aber dann habe ich herausgefunden, wenn man so schlitzt, das macht ihm gar nichts mehr. Also außen. Außer du triffst jetzt hier diese Linie. Ja, du musst auch dazu sagen, du hattest sie falsch rum an. Ich hatte sie falsch rum an. Ja. Ich hatte sie so rum an. Also erst so. Oh, geil. Sehen Sie diese Weste. Wenn Sie auch so eine Weste bestellen wollen, dann bestellen Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten, bevor sie ausverkauft wird, eine Weste für jeden Mann. Stichfest. Ja. Aber was mich interessiert, ist, ob er sie verteidigen kann. Weil ich war letztes Jahr noch nicht da. Ich habe aber zugeschaut und ihr habt euch die T90-Challenge gegeben. Das heißt, Donny gegen Marco 1-1, aber Donny kriegt immer ein bisschen Vorsprung. Ja. Und das sah bei einer Minute Vorsprung schon ganz gut aus. Und heute geht es direkt weiter. Ihr steigt ein ins erste Spiel mit 2 Minuten Vorsprung. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Also da sah Marco schon recht rötlich aus im Gesicht. Da muss natürlich dazu sagen, erstes Spiel des Tages, gleich 2 Minuten Rückstand. Na, Donny hat trainiert, Donny hat gestern trainiert. Eigentlich ist das eine sichere Nummer für Donny. Ich trainiere eigentlich nur noch. Was sind das denn hier für Töne? Nichts anderes. Ja, also ich wünsche ihm alles Gute. Also er hat trainiert, ist in guter Form, also in guter Verfassung. Also ich gehe davon aus, dass er mich auf jeden Fall besiegen wird. Ja, jetzt macht er mit Absicht hier den Druck hoch machen hier oder was? Nee, also du hast schon angesprochen, Florentin, heute wird es so ablaufen. Florentin und Mara kommentieren und Carsten jetzt unser Spiel auf. Wubli, Marco und ich spielen jetzt dieses 1v1 direkt. Und ja, zur Erinnerung, Marco wird die ersten 2 Minuten idle sein, also die ersten 2 Minuten Ingame-Zeit. Warum auch immer das andere Zeit ist als die normale Universumszeit, das hat bis heute keiner verstanden. Ja, normale Zeit wäre ja 1,0 und Age of Empires läuft immer in 1,3-facher oder bei Wubli, glaube ich, sogar in, bei Wubli ist 1,35-facher Geschwindigkeit und HD ist, glaube ich, 1,2-facher Geschwindigkeit. Ich glaube, weil du die Spielgeschwindigkeit ja ändern kannst und dann sich die Zeit natürlich verändert und du deswegen nicht die echte Zeit nimmst. Okay, verstehe. Also, das zur Erinnerung, also die ersten Ingame-2 Minuten darf Marco gar nichts machen. Er darf die Maus berühren. Ja. Aber er darf auch nicht scouten und gucken und so, genau. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob wir eine kurze Werbeunterbrechung machen, bevor es losgeht.
Ich glaube ja. Marco, du wolltest aber noch was sagen, das lese ich an deinen wunderschönen Lippen ab. Ich wollte fragen, aber ich darf mit der Maus einfach, ich darf nichts klicken, ich darf nichts bewegen, aber ich darf einfach mal mit der Maus so einfach rumgucken. Ja, also, ja. Okay. Sicher, das auf jeden Fall. Ja, sie ist sehr ähnlich viel. Das, ja. Sie ist sehr ähnlich viel, aber ja. Das darfst du machen, das ist erlaubt. Ja, okay. So, liebe Freunde, dann gehen wir eine ganz kurze, mini kleine Werbepause. Ihr springt in den Pool und kommt dann wieder zurück und setzt euch nackt vor die Glotze, weil das ist ja so warm, das wird dann ich... Ach, Werbung bis gleich. Hi, Leute. Hey, guck mal, wir haben eine schöne Totale. Herzlich willkommen zurück zu Rage of Empires. Ich übergebe direkt ab an Mara und Florentin, die jetzt einfach mal kommentieren. Und ich setze mir die geilen Kopfhörer auf. Dann hallo und herzlich willkommen im Kommentatorenstübchen bei Mara und mir. Wir werden das Ganze jetzt kommentieren. Ich bin sehr gespannt. Wer hört uns noch? Es sah ja letztes Mal schon ganz gut aus. Ne? Du warst live dabei, ich noch nicht. Tatsächlich, ich setze heute alles auf Donny, denn Marco muss besiegt werden. Aber ich frage mich natürlich auch, welches Volk wird er nehmen? Mhm. Also es wird wahrscheinlich nur noch ein, zwei Spiele dauern, würde ich sagen. Ja? Also so meinst du, 2 Minuten genau nicht? Das könnte schon klappen, ja. Ich bin sehr gespannt. Also er wird natürlich... Er wird natürlich direkt aggressiv gehen, ist natürlich klar. Er wird sofort rushen. Ich bin immer sehr gespannt, welches Volk er nehmen wird. Ich bin mir dann gar nicht sicher, ob er da ein Volk nimmt. Beide spielen random, okay. Mhm. Das ist gut. Wir werden mit einem kleinen Delay ins Spiel gehen. Das heißt, wir sind immer 15 Sekunden den Spielern hinterher. Und Marco, wie gesagt, die ersten 2 Ingame-Minuten darf er nichts machen. Er darf nur gucken. Mhm. Er darf seine Augen benutzen. Und er darf sich den Fog of War anschauen, so viel er möchte. Das heißt, ich möchte, Mara, bitte hab ein Auge drauf. Ja. Bitte hab ein Auge drauf, was Marco jetzt genau macht. Guck mal genau hin. Dass er wirklich, okay, er analysiert die Map auf jeden Fall schon ganz präzise. Er weiß ganz genau, wo sind die 3 Dorf. Welcher Schwarzton ist das, den ich da sehe? Kommen wir eigentlich auch nochmal irgendwann ins Spiel rein? Oder wie sieht es bei uns aus? Ja, das dauert noch ein bisschen. Aber geht jetzt los. Ah, the game has been started. Okay. Das heißt, Donny legt schon mal los und ich meine, Donny nimmt natürlich die beste Möglichkeit und wird hier sofort rushen, um natürlich 2 Minuten Reaktionsverzögerung von Marco. Also manche Dinge sind verboten, also er darf jetzt keinen Tower Rush machen zum Beispiel. Ah, okay, das ist gut zu wissen, er darf keinen Tower Rush nehmen. Und wir sehen jetzt hier schon Marco, wir sind jetzt hier schon in-game bei... Also nochmal, wir haben eine kleine Verzögerung. Oh, ich habe auch kein Overlay, okay. Dann gucken wir hier. Hier sehen wir, was Donny macht. Welche Völker haben wir denn nochmal? Wir haben bei Donny die Maya und die Franken. Die Franken. Die Franken, ja, das ist ja nicht schlecht. Und die warte ganz kurz. Die Mayens, das waren jetzt entweder die Maya oder die Malaya. Oder welches von denen war das? Maya sind das. Maya, das heißt Federpfeilschützen. Ja. Gute Bogenschützen. Hier hatte schon schön einen Eagle Scout. Keine Kavallerie, okay. Genau. So. Die Frage, die wir uns jetzt natürlich stellen, wann kommt Donnys Rush an? Kann er früh genug kommen, um Marco so stark unter Druck zu setzen, dass er ihn vielleicht schon früh aus dem Spiel rauskegeln kann? Denn wir wissen ja natürlich, je länger das Spiel dauert, desto weniger relevant ist der Anfangsunterschied, weil Marco natürlich schneller aufholen kann und schneller die Eco pumpen kann, als Donny das tut. Das heißt, Donnys Chancen schwinden im Laufe des Spiels immer mehr. Er muss also früh handeln, früh aggressiv sein. Wir gucken uns mal an, ob er das schafft. Er hat sehr oft in letzter Zeit im Man-at-Arms-Rush geübt. Also ich denke mal, er wird vielleicht auch darauf jetzt gehen. Ja, das ist so ein bisschen die Strategie von ihm, Man-at-Arms-Rush und dann zu Bogenschützen verwandeln. Das ist natürlich hier eine gute Möglichkeit. Ich gucke mal ganz kurz an, was die gut können. Also die Franken natürlich, wenn Kavallerie, ist ja klar. Also Kavallerie hat 20 Hitpoints, 20% mehr Lebenspunkte durch die Bank. Ich glaube, dafür haben sie aber kein Bloodlines. Das heißt, man spart sich im Grunde die Bloodlines so ein bisschen und hat, glaube ich, auch noch einen kleinen Bonus bei den meisten. Und ansonsten, die Burg kostet ein bisschen weniger und sie haben die Axtwerfer, die, soweit ich weiß, eher unbeliebt sind und selten gespielt werden. Yep. Schauen wir mal. So. Wir gucken uns mal die Map an. Marco hat hier hinten ein Gold gelegen und ansonsten ein Gold, 2 Gold sehr weit vorne gegen Donny gerichtet und 1 so in der Ecke. Die Frage ist natürlich, für welches wird er sich entscheiden? Ich bin da ja ganz schlecht darin. Ich habe immer keine Ahnung, welches Gold man nimmt und was gut ist und was nicht.
Speckgold. Und hier das da hinten, ich glaube, das hat er auch schon erscoutet. Ja, ich schaue gerade mal. Ja. Ja, das hat er schon erscoutet. Das heißt, da hat er auf jeden Fall sehr in der Ecke hier sowohl sein Gold als auch sein Stein ganz links in der Ecke. Mhm. Von daher, ja, wir gucken mal in die Punkte. Marco natürlich noch hinterher. Und die Frage ist natürlich auch, wann findet Donny Marco? Ich habe da mal so ein bisschen Auge drauf. Noch hat Donny Marco nicht gefunden. Wenn das zu lange dauert und er ihn nicht finden kann, dann ist es natürlich kritisch, weil da nützt der beste Rush nichts, wenn man deinen Gegner nicht kennt. Na, er ist aber gleich da. Also er geht in die Richtung hier. So. Das Gute beim Eagle Scout ist, dass der auch mehr sieht als ein normaler Speer. Der müsste jetzt gleich sehen, wo Marco ist. Soweit hat er es nicht mehr. Marco momentan 5 Pop hinterher. Also tatsächlich schon echt eine große Beeinträchtigung in diese 2 Minuten. Und ich glaube, es wird sich irgendwo zwischen den 2 und 3 Minuten Vorsprung dann tatsächlich entscheiden. Mhm. Da, jetzt sieht er ihn gleich. Aber ich glaube an Donny. Ich glaube an Donny. Donny hat ja immer gesagt, es müssen sehr viele Dinge gleichzeitig stattfinden, damit dieses Rush funktioniert. Jetzt hat er auch die Base gefunden. Die Frage ist, ob er hier vielleicht sogar den ersten läuft. Verlustendlich doch, er reagiert. Sehr gut. Das kriegt er, glaube ich, noch hin. Da kennt er genau die Route, die er laufen muss. Da kommt er gut raus. Also das erste Puzzlestück ist gesetzt. Jetzt sollte den Bohr, den zweiten. Erstes Puzzlestück, Gegner gefunden. Bohr funktioniert auch einigermaßen. Also Stück für Stück kommt Donnys Plan hier zusammen. Aber Marco entwickelt schon Loom. Und Marco fängt jetzt auch schon an zu wallen, weil er weiß, okay. So, und jetzt erklär mal, warum dieser Wall gut ist. Ich werde ja generell gescholten für meine schlechten Walls. Ich raff's einfach nicht. Ich weiß nicht, warum das hier. Warte mal. Na, er macht sich damit die Flanke. Ah, macht er jetzt. Wie Marco hier erklärt hat, Steuerung draufklicken. Schon bin ich geswitcht zu Marco. Was sieht der denn überhaupt? Mittlerweile nur noch 4 Pop hinterher. Und er stellt sich natürlich hier massiv auf die Defensive ein. So, Donny jetzt mit der Kaserne. Sie geht hoch und Donny hier schon direkt mit 3 Arbeitern am Gold. Ich weiß nicht, ob das. Doch, hier kommt das Mining Camp auch hinterher und hier hat er schon auf jeden Fall mit 3 Dorf und eine Goldversorgung. Und die Kaserne kommt, hat allerdings hier ein sehr verwundbares Gold, wenn ich mir das mal so ansehe. Das ist sehr weit vorne, also da könnte Marco recht schnell mit ein paar Scouts nerven oder dann natürlich später mit den Rittern vielleicht. Hat natürlich gute Kavallerie als Franke und die erste Miliz ist auf dem Weg. Gucken wir nochmal. Donny hat sich nicht eingewollt, versucht aber so ein bisschen mit den Häusern in die Richtung zu gehen. Er hat einen sehr guten Spot. Guck mal hier bei Donny, wie schnell er hier zumachen kann, überall. Da hat er schon zu, hier oben. Marcus Wall wird fortgesetzt. Allerdings ist er gegen den Osten noch komplett offen. Er versucht da wahrscheinlich wieder so diese Schneise zu bauen, dass der Gegner, wenn er in die Base will, am Dorfzentrum vorbei will. Gold ist noch nicht besetzt. Ich bin gespannt, ob er das wirklich das Gold da hinten nimmt oder ob das zu weit weg ist. Und jetzt Donny auch mit seinem Speer nochmal hier. Er hat die beiden Goldspots gescoutet. Die Gefahr ist jetzt natürlich, dass er denkt, das wären alle Goldspots. Mhm. Und bleibt es da stehen, aber Marco hat hinten noch das Gold, den Goldspot, den er einfacher hat. 3 Milizen sind auf dem Weg von Donny. Kein Wolf-Alarm, tatsächlich. Kein Wolf-Alarm. Der Scout ist schon ein bisschen angeschlagen. Und jetzt ist die Frage, wie kann Marco hier verteidigen? Die Base ist noch offen, aber sein Holz ist recht gut gedeckt durch das Dorfzentrum. Mhm. Und auch der Westeingang dürfte jetzt bald zugemacht werden. Allerdings, das Gold könnte wirklich verzögert werden, wenn Donny es findet, dass da so weit hinten in der Ecke ist. Donny jetzt mit der Entwicklung Man-at-Arms. Das heißt, die werden Man-at-Arms sein, wenn sie hier ankommen in seinem Lager. So, Marco ist aber hier mehr als bereit hier mit seinem Scout. Er weiß genau, dass der Angriff natürlich gleich kommen wird. Und jetzt ist natürlich die kritische Frage, wie viel Schaden kann Donny anrichten? Und es geht los. Er geht direkt auf die Bären. Und hier ist natürlich ein Dorfbewohner, der recht schnell eingeklemmt werden kann. Man-at-Arms-Upgrade ist durch. Ja. Oh, hier. Und der Dorfbewohner kriegt direkt Schaden. Ich weiß nicht, ob der hier noch rauskommt. Und er ist tot. Der erste. Wir sehen, dass Marco auf jeden Fall Backgold und Backstone nehmen wird. Und sie versucht sich das jetzt zu sichern, macht hier einen schönen Quickball, dass die Man-at-Arms auf jeden Fall beim TC herlaufen müssten, um da weiter zur Woodline zu kommen. Ja, da muss er den ganz großen Weg außenrum um das TC nehmen, um da noch in die Woodline zu kommen. Aber die Woodline anscheinend eher uninteressant. Er will das Haus hier durchbrechen. Warum auch immer, er käme dann nicht wirklich weit. Es brennt wie verrückt.
Und der eine Dorfbewohner sehr, sehr sicher an den Bären, der macht sich überhaupt keine Sorgen mehr. Das Haus wird direkt nachgebaut von Marco und die Frage ist, wo geht Donny jetzt hin? Er geht an die Mühle. Der Timer läuft natürlich. Wenn Donny es nicht schafft, jetzt hier ausreichend Schaden zu machen, wird es immer schwerer, jetzt auch die Kaserne von Marco hier dagegen. Und die Woodline wäre natürlich saftig. Da muss er natürlich jetzt irgendwie hinkommen, diese Woodline. Aber Marco jetzt... Der Unterschied in den Villagern ist jetzt auch nicht mehr so groß. Wir haben bei Marco 22 und bei Donny 25. Er versucht es am Palisaden will. Und die Mühle sollte jetzt als nächste fallen. Also ein Dorf wurde gekillt und ein bisschen unter Bedrängnis gesetzt. Die Frage ist, ob das wirklich reicht. Die Frage ist natürlich auch, was kommt als nächstes bei Donny? Wir wissen ja, dass dieser Man-at-Arms-Rush nur das Vorspiel ist sozusagen zum großen Höhepunkt, der vielleicht mit Archern kommt, vielleicht mit Scouts. Aber ich glaube, bei Maya können wir uns vielleicht einigen. Ich weiß nicht, Mara, ob du mir da zustimmen möchtest. Das wird wahrscheinlich Richtung Archer gehen, ja. Ja. Weniger Scouts. Von Marco, der jetzt die Archery Range baut, aber er hat noch kein Gold. Sehe ich das richtig? Das Marco hat die Man-at-Arms da eingewallt. Oh. Wow. Wow, schöne Aktion. Jetzt geht's komplett auf die Mühle, die allerdings auch in kürzer Zeit fallen dürfte. Marco ist hier noch nicht bei der Reparatur, 130 Lebenspunkte. Dann sind die Man-at-Arms wieder frei. Immerhin, er lenkt ihn ein bisschen ab. Marco hat 3 Idle Villager. Aber jetzt unter 50, die Mühle dürfte fallen. Marco hat hier nicht repariert, die Mühle dürfte fallen. Somit ist jetzt auch der Bärensammler in großer Gefahr. Und der eine Speerkämpfer, todesmutig, schützt er hier die Zivilisation. Dürfte jetzt aber unter dem Fokus fallen von allen drei Man-at-Arms. Lockt jetzt ihn aber auch in das Town Center, aber keine Schüsse abgefeuert. Marco jetzt mit 2 am Gold. Und Donny leider auf der falschen Seite der Base immer so ein bisschen. Er kann von der Seite nicht viel machen. Er weiß nicht, wo er durchgehen soll. Und jetzt und Marco kann in Ruhe Gold sammeln. Und 2 Archery Ranges hier von Donny. Marco hat hier versucht. Und Donny ist auch dabei, Marcos Scout einzuwallen. Kriegt er das hin? Nein, er schafft es nicht ganz. Der Scout wehrt sich, hat natürlich auch mehr Lebenspunkte hier als Franke. Und der erste Spearman ist draußen. Also Donny jetzt schon ein bisschen in der Defensive. Multi-Queue vergessen. Und wir haben Multi-Queue vergessen anscheinend im Host jedes Spiels. Das könnte natürlich fatale Folgen haben. So, aber Donny jetzt mit doppelter Archery Range. Und er weiß natürlich auch, wie er hier reagieren muss auf den Scout. Er baut nur einen einzigen Spearman. Und jetzt sieht Marco auch hier die beiden Bogenschützen, könnte also direkt reagieren. Ja. Holt sich mit dem Scout natürlich ein. Oh ja, und guck mal auf Marcos Archery Range, da sind schon 4 Plänkler ein. Markus? Ja, da sind schon 4 Plänkler einquartiert und weitere Folgen. Also ich bin mir nicht sicher, ob Donny hier das Beste aus seinem Zeitraum gemacht hat und auch die zweite Archery Range von Marco folgt. Das Gold ist völlig unbehelligt und da kommt Donny auch nicht durch. Ja, er kann wirklich nur versuchen, dann von unten nochmal den Umweg zu nehmen. Aber er sieht es ja auch nicht. Also ich weiß nicht, ob er das so gescoutet hat. Gucken wir mal. Donny vor, bevor. Nein. Aber Donny ist... Er weiß nicht genau, was hier hinten ist. Also er sieht nicht, dass er da... Donnys Bogenschützen sind jetzt auf dem Weg, während es hier diesem kleinen Scharmützel kommt mit den Plänklern gegen die drei Man-at-Arms, die immer noch leben und völlig unangeschlagen sind. Und jetzt die Schmiede hier vielleicht auch verhindern wollen ein bisschen, aber... Marco mittlerweile auch mit 3 Bogenschützen und er lenkt sich hier ins TC. Das ist natürlich ein fataler Fehler hier. Oh, da sterben 2 direkt und der dritte dürfte auch relativ schnell fallen. Gleich weg. Das ist natürlich die Gefahr, wenn man da einmal nicht aufpasst. Marco ist natürlich auch ein frecher Frechdachs. Hier oben warten natürlich die Bogenschützen und auch noch der Eagle Scout. Und die Ritterzeit von Donny hinterher. Also Donny, weitere Archer im Bau. Der dritte Akt von Donny könnte also folgen mit der Ritterzeit und er zieht die Bogenschützen zurück. Das heißt, Marco erstmal aus dem Gröbsten raus. Die Frage ist, was kommt in der Ritterzeit hinterher? Und mittlerweile Marco punktetechnisch Donny überholt. Sehen wir Marco eine Mischung aus Skirmishers und Archer, die jetzt sich auf den Weg machen. Kommt oder der Gegenangriff jetzt hier von Marco? Ich bin mir nicht sicher, ob er weiter in der Defensive bleibt oder ob er sagt, jetzt habe ich schon mal ein bisschen Geld ausgegeben für eine Armee, jetzt will ich auch damit was machen. Und wir sehen sehr viele Archer bei Donny, die sich jetzt so langsam auf den Weg machen. Aber ohne Upgrades. Keine Upgrades hier von Donny. Er hat einen Marktplatz gebaut und die Schießanlage, um damit in die Ritterzeit hochzutecken. Und er ist jetzt mittlerweile auf dem besten Weg in die Ritterzeit. 80% Ritterzeit. Die Frage ist, was kommt dann? Kommen dann die Armbrustschützen? Kommen dann die Knights? Nee, er hat keine Knights.
Nee. Hat keinen Knights. Nee, nee. Das heißt, da können eigentlich nur die Armbrustschützen kommen. Aber gegen die ist Marco mehr als bereit. Mit seiner Plänklerhorde, die jetzt auch hier schon den Adlerkrieger begrüßen. Der ist weg. Marco bläst zum Gegenangriff. Und es sieht nicht so schlecht aus. So, die Frage ist, was kommt jetzt hier bei Donny? Kommt der Boom? Ja, hier kommt auch direkt ein Towncenter hinterher. Die Schmiede kommt mittlerweile auch. Und ein zweites Towncenter. Also er entscheidet sich hier für den Boom. Zwei Towncenter. Da. Bei Donny einmal um das Gold zu schützen, einmal um das Stein zu schützen. Die Frage ist, kann Marco jetzt hier noch ein bisschen was reißen oder nicht? Er kommt hier auf das erste Towncenter, könnte da was verhindern. Und da kommt schon direkt der Siege Workshop hinterher. Donny hat gar keine Plänkler, also hat es hier ein bisschen schwer gegen den Angriff von Marco. Und hier werden auch die Dorfwohner direkt zurückgezogen. Also von den zwei Dorfzentren kann gut sein, dass eines hier erstmal liegen gelassen wird. Während Marco jetzt hier einige Leute schon knuspert. Zwei, läuft drei, vier, fünf. Süße Knabberei. Ah, da wird schön geknabbert. Scheiße. Und mittlerweile auch geht der gegen die Bogenschütze vor. Ja. Ganz genau richtig. Bedrängnis, aber das TC steht. Das muss man sagen, das TC von Donny steht. Ist da eine Lücke? Yeah. Er kann direkt einfach so reinmarschieren. Das ist bitter. Und bitter. Holt sich da jetzt Marco auch mit den vollen Upgrades, also ein Defensiv, ein Offensiv gerade momentan hier. Aber Marco denkt gar nicht an Ritterzeit. Sehe ich das hier richtig eigentlich? Nö. Das ist also nicht auf dem Weg. Entweder will er hier davor da sein. Und hier ein intensiver Micro-Kampf hier. Aber Marco kriegt die Speere natürlich in das weiche Fleisch der Maya-Armbrustschützen, die mittlerweile auch ihr Fletching-Upgrade haben, aber nicht das Defensiv-Upgrade. Und hier natürlich Fallen gegen Donny. Kann ordentlich Damage machen hier. Ja. Gewinnt den Fight auch noch. Und sucht sich jetzt hier den nächsten Holzfäller. Ich meine, Donny hat zwei Dorfzentren, ist in der Ritterzeit. Wenn er es schafft, diese Aggression von Marco hier abzuwehren, und es sind nur noch 6 Einheiten in seiner Base. Naja, er hat noch nicht 2 Towncenter. Das eine ist noch. Doch, er hat ein weiteres gebaut am Stein. Ach, da unten, ja, okay, jetzt sehe ich es. Aber jetzt Marco hier in der Woodline. Die Mangel ist auf dem Weg. Also ein paar schön platzierte Schüsse könnten hier die Aggression von Marco abwehren. Bis dahin müssen die Holzarbeiter aber erstmal alle abhauen. Und jetzt kommt die Mangel raus. Und die Frage ist, schafft er hier den präzisen Schuss? Wie sicher ist. Weiß Marco, dass sie die Mangel. Die haben einen Mangelschuss. Oh, da sind alle draufgegangen. Alle bis auf einen Bogenschütze. Und damit ist die Aggression von Marco jetzt beendet. Und Donny kann ein bisschen boomen. Mhm. Aus zwei Dorfzentren, während Marco noch keins hat. Marco ist auch auf dem Weg in Castle Age. Aber und holt sich noch den sehr den schön gemacht hier von Donny. Ich glaube, da war Marco einfach ein bisschen unaufmerksam. Ja, und wahrscheinlich hat er gerade Wirtschaft die Gefahr nicht gesehen. Haben jetzt noch mal Archer. Und die Frage ist, geht das Dorfzentrum hier hoch? Noch 3%, 2%, wenn es hochgeht, sind auch die Bogenschützen in Gefahr. 2%, 1%, da geht's hoch. Und da dürften auch die Bogenschützen mittlerweile auch schon wieder die Mangel angefahren. Das heißt, Donny kann das Ding noch mal rumreißen, jetzt mit 3 Dorfzentren. Mhm. Kann boomen. Und naja, wir sehen im Village-Account, ist Marco jetzt deutlich vorne. Marco ist natürlich vorne, aber Donny mit den 3 Dorfzentren natürlich das Potenzial, hier an Marco vorbeizuziehen. Guck mal bei meinem Marco, ist er immer noch auf einem TC oder hast du da noch eins gesehen? Nee, Marco kommt jetzt gerade erst in die Ritterzeit, legt direkt ein TC an. Ich glaube, es bleibt bei einem. Kann er jetzt erst bauen. Aber er hat 2 Ställe und hier kommen natürlich die Ritter jetzt. Die fränkischen Ritter kommen hinterher. Und Donny bislang auch noch einige Idols hier gehabt an seinem zweiten Dorfzentrum, die noch nicht so ganz zum Zug kommen. Aber er pumpt jetzt aus 3 Dorfzentren. Wir haben ein bisschen Lag. Lego. Hotkey einstellen. Ah, Hotkey einstellen von Donny. Der dritte Stall hier auf dem Weg. Die Frage ist, Donny, ist Donny bereit hier für die Ritter? Garrison funktioniert nicht. Ich kann den mal nicht garrison. Send back to work. Wo ist die Scheiße? Unload. Was ist nochmal send back to work? Also zurück zur Arbeit. Das ist im Town Center, glaube ich, oder? Im Town Center direkt? Ja, im Town Center. Ja, hier Town Center. Ah, Leute, ey. Das ist echt mega wichtig. Es fehlt mir die ganze Zeit. Go back to work. Es geht. Okay. Ah ja, okay. Alles klar, sorry. Easy. Geht weiter. Also Marco, jetzt mit dem dritten Stall auf dem Weg und auch schon hier Upgrades für seine Ritter. Also das holt er natürlich ordentlich nachher mit den TCs. Und das dürfte ein harter Angriff werden. Die Frage ist, was kann Donny dem dagegen stellen? Er hat eine Kaserne, noch überhaupt keine Speerkämpfer, auch keine Upgrades aus seiner Infanterie, glaube ich. Mhm. Die eine Mangel hat er, mit der kann er vielleicht was reißen, aber gegen Ritter letztlich auch nicht wirklich. Die Frage ist,
Was soll er hier machen? Also wenn da jetzt wirklich viele Ritter reinkommen und Marco ist sie gerade am Sammeln, dann sieht das schlecht aus. Wir sehen, ein paar Spearmen werden hier schon gebaut von Donny. Das ist die zweite Kaserne von Donny. Aber keine Upgrades. Keine Upgrades. Pikinier nicht in Sicht. Marco hält sich noch zurück. Er sammelt hier gerade noch ein bisschen, hat jetzt aber auch das +2/+2 Upgrade. Also selbst wenn Donny hier die Defensive ein bisschen hochschraubt, wird das wirklich hart. Aus drei Stellen fränkische Ritter produzieren. Mhm. Das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht hier für Donny. Die zweite Kaserne kommt. Die Frage ist, wo würde der Angriff vermuten? Seine Base allerdings recht sicher. Also wenn man sich das anschaut, hier Norden ein TC, Süden ein TC. Ich wüsste nicht, wo Marco jetzt unbedingt hier reinkommen soll. Mhm. Vielleicht setzt er auch schon die freche Burg direkt. Aber hier hat er ja immer noch offen, hier nördlich von der Kaserne, oder? Also da habe ich nicht gesehen, dass er da nochmal was gebaut hätte. Er hatte natürlich ein bisschen Deckung vom TC, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Was macht man denn so als Maya? Weil die Bogenschützen gegen die Ritter? Ganz schnell. Auch gegen Ritter? Also wenn du eine große Zahl von Federfallschützen hast und da ein paar Mangen dabei und sowas, das ist schon ganz, ganz nett. Und Marco mittlerweile auch bei drei TCs pumpt hier Dorfbewohner, genau wie Donny. Donny geht viel auf Stein. Ich glaube, er braucht die Burg jetzt. Er flirtet ein bisschen mit der Burg. Er braucht die auf jeden Fall. Denn wenn Stein. Ich das hier sehe, was bei Marco hier steht, wenn das jetzt da oben ankommt, dann hat er ein Problemchen. Aber die Burg kommt nicht rechtzeitig. Er hat nur 500 Steine und die Ritter machen sich nicht auf den Weg. Sie drehen wieder um, sie rennen hin und her, patrouillieren. Warum? Also Donny braucht das jetzt... Das würde jetzt schon reichen. Donny braucht jetzt, wenn Donny es schafft, die Burg rechtzeitig hochzuziehen, plus eine ausreichende Menge von Pikanieren zu bauen, dann vielleicht. Genau, das Upgrade hat er jetzt. Pikemen stehen hier. Aber die Upgrades, die Schmiede-Upgrades kommen nicht. Mhm. Was ist der langfristige Plan hier für Donny? Kommt die Burg, kommen die Federpfeilschützen? Was soll er gegen Kavallerie machen? Es wird nicht leicht. Eine Mange steht bereit, zwei Armbrustschützen und mittlerweile sechs Pikiniere. Also er ist mit den Rittern absolut in Überzahl. Mit besseren Upgrades. Ich bin sehr gespannt, wie Donny jetzt hier widerstehen wird. Jetzt kommt hier die Kavallerie. Er kommt hier, findet er den richtigen Eingang. Und er ist natürlich ein schöner Eingang. Ja, da durchgeht, und die Mange kann sich hier einen Treffer landen. Da wird nicht viel Schaden gemacht und die dürfte auch direkt fallen und auch gegen diese Pikiniere ist, haben sie eigentlich keine große Chance hier zu überleben und die Ritter stürmen hier relativ ungestört. Das ging aber schnell. Und auch so ein Dorfzentrum mit 2-2 Upgrades und den Lebenspunktenbonus. Ja, Marco macht es direkt, er stellt sich in die Mitte rein, da oben kommen noch drei Ritter zur Verstärkung und hauen einfach drauf. Und das Dorfzentrum fällt. Puh. Und da jetzt kam schon das GG, glaube ich. Oh. Wir wissen noch nicht genau, doch, da kam das GG von Donny. Später. GG. GG. Ich habe da echt... Ich habe viel zu viele Fehler gemacht gerade, echt, ey. Diese Pressure mit den Man-at-Arms, ey, da hätte ich mit denen, die hätte ich viel mehr bewegen müssen und... Dein Timing war echt auch gut mit den. Du kamst genau, als ich meinte, das ist das Fieseste bei diesem Spiel. Wenn er zwei Minuten später kommt oder woanders hinläuft, dann kriege ich das TC hoch, dann kann ich boomen. Ist natürlich ein Risiko von mir zu boomen, aber ich dachte mir, okay, ich muss vor ihm Ritterzeit kommen und schnell boomen. Ich kann ja keine Ritter bauen, ich bin nicht gut mit den Mesovölkern, muss ich dazu sagen. Da bin ich immer so ein bisschen ratlos, was gegen Ritter tun, außer halt Pikeniere oder Mönche bauen. Du hast einfach genau an den richtigen Stellen gepressured. Du hast genau das Mangold. Muss auch ein bisschen dazu sagen, das Mangold liegt ein bisschen scheiße bei mir. Ich habe ein Stück dazwischen. Hast du auch so einen Scheiß? Mhm. Wo ist denn deins? Beide forward. Ja. Also richtig forward. Hinten da noch eins nur. Gut, ja, aber soll keine Ausrede sein, aber es war halt für mich da ein bisschen awkward, die zu retten. Ich konnte die Villager da nicht retten und dann die kannst du natürlich alle wegknuspern. Ja. So. Und ich habe auch, glaube ich, einen Riesenfehler gemacht. Meine Bogenschützen, mit denen hätte ich einfach sofort abholen müssen und auf das Armbrustschützen-Upgrade warten, weil dann kann ich das den Kampf auch gewinnen. Aber stark gespielt, Marco. Also ich will jetzt gar nicht hier so, dass nur bei mir scheiße lief. Du hast echt auch gut Druck gemacht. Man sieht ja auch hier, du hast gut gewirtschaftet. Du hast ja voll viel Ritter. Also das ist ja, als ich die gesehen habe, war schon gegeben. Super schnell wieder aufgeholt, denn die Villager, die da im Hintertreffen war, die waren sehr schnell wieder da.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, man, ich krieg das gar nicht mit. Man kriegt das nicht mit. Okay, ja, das man ist so drin. Wir haben auch ein Delay. Das Einzige ist mit dem Delay ist halt doof, wenn wir GG callen, dann ist halt... Ja, so dabei ist das bemerken es schon. Die Körperspannung verändert sich drastisch. und das kriegen wir auch mit. Okay. Ja, direkt das Nächste, oder? Ey, 3 Minuten. Oder wollen wir 2:30 machen? Wollen nee, wir noch nein, immer eine Minute. Okay. Wir gehen direkt auf 3 Minuten Idle Time für Marco. Ich hätte mit denen noch mehr rumlaufen müssen. Es war schon super nervig und super schlimm. Ja. Also 3, glaube ich, nee. Also 3 ist schon sehr, sehr hart. Wir schnaufen noch mal kurz durch. Jetzt kommt die 3-Minuten-Challenge, also 3 Minuten Idle Time. Und davor gehen wir noch mal ganz kurz in die Werbung und sind gleich da mit dem nächsten Spiel in dieser Challenge-Reihe. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rage of Empires. Wir sind kurz davor, in das nächste Spiel der T90-Challenge zu starten. 3 Minuten Idle Time für Marco. Come on jetzt, das muss ich jetzt schaffen, ey. Johnny, komm schon, Mann, du schaffst das jetzt. Tu es, Mann. Gib mir Bloody Power. Komm schon. T90 hat ja gegen Viper, glaube ich, auch 3 Minuten gebraucht dann. Also 3 Minuten Idle Time. Also jetzt... Ja, ich habe ja bei T90 bei Game 7 immer noch nicht gewonnen gehabt. Oh, aber der ist auch echt noch eine Schippe. Ja, der ist eine ganze Schippe stärker als ich. Also okay, also ich bin, du hast schon gestartet? Ich starte. Ja. Und ihr wollt wieder Zufall spielen? Ja. Das gehört zu Challenge quasi dazu. Das haben wir alles, also die Regeln. Kein Cheese, zufällig. Ich habe auszusehen vorhin kurz dein Bau auszusehen minimal Habe ich gesehen, aber erinnert. War kein Problem. Ja, ja. Also ich dachte halt so. Ja, ja, ich habe mich aber dann. Wenn du die ganze Zeit so gesperrt. Geblockt hättest, hättest du gesagt Rematch. Kurzes Anlehmen ist erlaubt. Ja, kurzes kleines Hallöchen. Ein kleines Hallöchen-Pupillchen machst du jetzt auch ein Wildschwein warm, oder was? Muss sein, muss sein. So. Wie kochen die sich eigentlich, das Wildschwein? Glaubst du, es ist so schön Spieß? Fressen ist das roh einfach. Die sind einfach hart, oder was? Hauptsache nicht mehr diese scheiß Bären einfach. So. Ich glaube, nach 2 Tagen kannst du die Bären auch nicht mehr sehen. Ich kann meine helle Bade nicht mehr halten. Ich brauche ein fucking Wildschwein. Ein Wildschwein. Okay, let's go. HF, du geile Sau. GLAF. Viel Spaß. Come on. Das heißt, Marco, nochmal Adleraugen auf Marco, was er macht. Bitte kein Mesovolk, bitte kein Mesovolk. Warum das denn? Ich die Milch nicht mag. Ich brauch, mag das nicht. Ich brauch Kavallerie. Ich guck nur einmal kurz, um die Völker zu sehen hier bei Donny. Viel Erfolg. Du schaffst das. Du kriegst das hin. Und die Briten. Die Briten bei Donny. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Gute Bogenschützen natürlich. Wissen wir alle, Langbogenschützen. Mhm. Wir müssen noch ein paar unangenehme Sekunden warten, bis wir auch ins Spiel dürfen. Während Marco noch hochkonzentriert sich die Map anschaut. Er hat wahrscheinlich wieder 3 Dorfwohner, vielleicht auch mehr. Er guckt sich den Tech-Tree an. Ich weiß nicht genau, welches Volk er hat, aber wir gucken gleich rein. Das sehen wir jetzt. Und wir sehen die Franken. Schon wieder die Franken. Schon wieder die Franken. Das heißt klassisch, wir sind hier bei Hastings unterwegs. Gucken wir uns doch mal 3 Minuten dieses Bild hier. Briten gegen Franken, der Klassiker. Der historische Klassiker. Und jetzt natürlich, wahrscheinlich wird Donny wieder eine ähnliche Strategie fahren. Ich will mal auf WASD hier umschalten, aber es sind hier die Pfeiltasten. Frühdruck. Wir schauen mal ganz kurz das Gold an. Für Marco sehr nah hier am Dorfzentrum. Mhm. Und von Winkel eigentlich auch okay. Stein auch in der Nähe. Donny hat ein sehr, sehr, sehr sicheres Gold hier bei sich unten direkt. Oh, das ist sehr schön. Direkt am Map-Rand. 2 sogar. Findet jetzt auch schon sein erstes Schwein. Also bei Donny spielt ja immer Puzzle. Es ist ja verschiedene Puzzlestücke, die zusammenkommen müssen. Mhm. Er hat sich auch privat mal ein Puzzle gekauft. Er hat lange sich beraten mit uns in der Redaktion, wie er sein neu gewordenes Privatleben verbringen soll. Hast du das mit den Delfinen? Ich hatte mit ihm zu den Delfinen geraten. Mhm. Findet jetzt auch schon seinen zweiten Bohr. Also das dritte Puzzlestück ist schon mit dabei. Sicheres Gold, erstes Schwein, zweites Schwein. Schafe finden, Marco finden. Und dann sehen wir den prachtvollen Delfin, der direkt in Marcos Gesicht schießt und ihn somit bei 3 Minuten aus dem Spiel kegeln dürfte. Von daher Stück für Stück kommt hier alles zusammen. Während Marco... Noch nicht spielen, Marco. Marco, 20 Sekunden Ingame-Sekunden hat er noch. Und dann geht es natürlich blitzschnell los. Während Donny hier schon einiges schon bei 9, Population 9 ist. Also, wow. Ich sehe ihn jetzt. Wow. 10 zu 3. Jetzt geht's los bei Marco. Marco direkt los, baut 2 Häuser. Richtig, und guter Move. Scout geht direkt los, findet aber die Schafe nicht direkt. Oh, das ist immer bitter. Das ist immer das Schlimmste, was am Anfang passieren kann. Man findet die Schafe nicht. Und wo sind sie? Sie sind im Norden, aber das weiß er nicht. Und jetzt findet er die Schafe. Also zusätzlich zu den 3 Minuten auch noch. Oh, aber direkt der Scout von Donny perfekt gefunden. Sehr schön.
Holy crap, guckt euch das mal im Fog of War direkt gefunden. Also das fünfte Puzzlestück ist auch noch gefunden. Mhm. Und wenn jetzt nicht schief läuft, dann dürfte Donnie hier ein sehr verheerender Drush gelingen. Und natürlich Donnie, der Ehrenmann, die Schafe werden Marco zugeführt. Da fehlt nichts. Donnie holt den Bohr, alles wunderbar. Alles so gut gelaufen. Und hier die Franken, die Kavallerie wieder. Die Frage ist, schafft es Marco überhaupt so weit zu kommen? Viele Boni der Franken ja nicht so wirklich im Early Game verfügbar, außer vielleicht das Mühlen-Upgrade, das er umsonst bekommt. Ich muss mal kurz reingucken. Was eigentlich der Bonus ist, Foot Archers have in a castle. Okay, die haben tatsächlich in der Feudalzeit eigentlich noch keine besseren Bogenschützen, mhm, die Briten. Also die kriegen erst in der Ritterzeit ihre Bonusreichweite. Aber die Schäfer arbeiten etwas schneller. Das heißt, am Anfang mehr Nahrung. Und die von daher vielleicht frühes Hochklicken, vielleicht kleine Boni, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, eigentlich recht neutral hier, wenn wir jetzt wirklich nur den ersten Drush und Flush betrachten. Donnie Mega, der Gentleman, pinkt sogar an, wo Boars sind und wo Schafe sind, die schickt er ihm. Wunderschön. Ich weiß nicht, ob er es hier nicht ein bisschen übertreibt, sich vielleicht hier seines Sieges nicht schon zu sicher ist. Und jetzt kommt hier Loom von Marco. Auch hier interessanter Gedankengang. Ne? Man muss ja früher Loom entwickeln. Mhm. Weil natürlich der Gegner im Verhältnis zu einem selbst schon früher Militär hat. Mhm. Das heißt, wenn man zu normalen Zeiten Loom entwickelt, dann hat man vielleicht schon einiges bekommen. Jetzt ist Donnie verliert einen Dorfbewohner hier am Bohr. Der Klassiker. Da hat er schon direkt einen verloren und ist jetzt nur noch 7 Villager vorne und baut seine Kaserne. Während er, jetzt kommt es hier zum Zusammentreffen der beiden Scouts. Man sagt sich Hallo, man grüßt sich. Man sagt sich, ich habe 9 Lebenspunkte mehr als du. Aber Donnie wird hier aggressiv und dürfte vielleicht schon ein erster Treffer landen. Hier beim zweiten Wildschwein von Marco. Ich weiß nicht, zeigt er ihm so vielleicht sein Wildschwein? Ich bin mir nicht sicher. Komm mal mit, du. Und die ersten Milizen sind noch nicht auf dem Weg, wenn ich das richtig sehe. Dürften aber gleich kommen. Hier 10 Gold. Das hat Donnie natürlich perfektioniert mittlerweile. Yeah. Einmal muss der Goldmann laufen. Der Goldjunge holt hier den Goldjunge. Goldbatzen einmal raus. Und dann dürfte es auch schon losgehen. Aber noch keine Milizen. Ist das ungewöhnlich? Verstehe ich hier gerade irgendwas nicht? Sieht man einen kleinen Code Wall? Oder dann doch etwas... Naja, gut. Ja, Bären hier sind ja immer so ein bisschen schwierig. Donnie. Ne? Ich weiß nicht, warum Donnie keine Milizen baut, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht sicher, was da los ist. Ja. Hat sich jetzt doch entschieden, erstmal hochzuklicken. Klickt die recht hoch. Hat noch keine Milizen. Vielleicht sehen wir eine Variante von seinem klassischen Donnie Rush. Oder ist sich nicht ganz sicher. Marco hier mit einzelnen Quick-Wall-Akzenten, die er hier setzt an seinen Bären. Und damit schon mal 2 Dorfbewohner relativ sicher eingeschlossen hat. Und Marco 5 Villager hinterher. Während Donnie hier hoch deckt. Und die ersten 2 Milizen sind in Auftrag gegeben und kommen auch direkt drauf. Donnie kümmert sich um sein Gold, hat hier sehr sicheres Gold. Die Frage ist, welches Gold wird Marco für sich beanspruchen, aber soweit ist er noch nicht. Und auch seine Woodline baut er hier schon langsam aber sicher zu einem sicheren Hafen für seine Arbeiter aus. Mhm. Boah, kommt jetzt auch für Marco. Und Donnie versucht hier vielleicht schon zu nerven am Wall, aber nein. Alles geht hier noch gesittet zu. Und die Woodline von Marco sieht sehr sicher aus, wenn ich das mal so beurteilen darf. Also wenn man da rein will, muss man durch Town Center Feuer. Genau, also er weiß jetzt auch, was Donnies Ding ist heute. Donnie macht sich auf den Weg. Arms, Rush. 3 Milizen auf Weg und Feudalzeit, da kommt wahrscheinlich direkt das Man-at-Arms Upgrade. Und Marco sieht sie. Ich glaube, 50 Gold braucht man dafür. Marco sieht sie direkt, kann vielleicht schon den einen oder anderen Treffer hier landen. Das ist ungünstig für Donnie, dass er da direkt reingelaufen ist. Und da hat er sogar Highground-Bonus, also 10 Lebenspunkte schon weg. Oder kommt er zurück? Man kann auf jeden Fall den Rush hier verzögern und vielleicht langfristig ein bisschen Schaden hier machen. Aber hier kommt zur Rettung der Scout von Donnie. Und hier ist sogar in den Wolf rein. Er kommt direkt in den Wolf rein. Also wirklich ein schwerer Weg hier für die Milizen. Die direkt kloppen und Marco ist sehr, sehr bereit hier für diesen Rush. Mhm. Woodline, aber das Gold ist natürlich die Frage. Ne? Was, wie will er sein Gold verteidigen? Aber erstmal noch uninteressant. Marco, Donnie hier, kommt auch der Man-at-Arms Upgrade. Ja, und jetzt
Das alte Spiel. Drei Schwertkämpfer gegen Marco. Der eine Villager, glaube ich, steht hier, der guckt hier so durch zwischen die... Ja, der ist dran. Ist der sicher? Ich glaube, der ist sicher. Ich glaube, der guckt da nur durch und sofort repariert. Sofort. Und der Quickwall direkt auch von Marco hier, die Man-at-Arms, kommen nicht direkt rein. Und wow, das Dorfzentrum, direkt ein Kopfschuss gesetzt. Und einer auf halbem HP und einer noch voll. Aber auch dieser Man-at-Arms-Rush, Marco ist wahnsinnig bereit dafür. Mhm. Und jetzt kloppen alle auf diesen einen Palisadenwall drauf, der aber repariert wird. Und Donny verliert weiterhin Zeit. Ja, ja, ja. Die Villager mittlerweile auf zwei Villager rangekommen. Und Marco noch nicht. Marco jetzt auf dem Weg in die Feudalzeit. Also die Uhr tickt. Der Palisadenwall verliert Lebenspunkte, aber nicht genug. Marco repariert hier entgegen. Mittlerweile 24 zu 26. Also. Marco jetzt kurz Supply blockt, also da merkt man dann schon, dass diese Rush-Sache nervig ist, auch wenn Don jetzt noch nichts getötet hat, aber man merkt, selbst ein Marco muss da manchmal hingucken und vergisst dann manchmal ein Haus, was ja auch schon Vorteil sein kann. Also der Effekt eines solchen Rush ist ja nicht immer nur im Killcount zu zählen, sondern auch im psychologischen Effekt in der Ablenkung und daran, dass man selbst ungestört die Eco aufbauen kann und mittlerweile auch hier zwei Archery Ranges von Donny. Direkt die Multi-Cue-Produktion scheint zu funktionieren. Das hat im ersten Spiel nicht so ganz funktioniert, da war es ausgeschaltet. Aber jetzt klappt es, die ersten drei Bogenschützen sind aus dem Feld. Und ich hab mittlerweile auch den Eindruck, dass so ein Man-at-Arms-Rush besonders Sinn macht, wenn man gegen jemanden spielt, der auf genau demselben Level ist oder ein bisschen schwächer ist. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn du das gegen jemanden machst, der sehr viel besser ist, dann klappt das einfach nicht. Das Multi-Cue funktioniert nicht, aber egal. Oh, Donny meint, das Multi-Cue funktioniert immer noch nicht. Trotzdem produziert ihr hier muss hier manuell aus beiden Archery Ranges produzieren und streut jetzt auch ein paar Skirmisher ein. Das hat er beim letzten Spiel nicht gemacht, jetzt aber schon. Mal hier unten. Interessante Variante. Und Marco auch mittlerweile in der Feudalzeit, auch in der Archery Range. Aber noch hat Donny den Vorsprung. Ich weiß nicht, wann er zum Angriff blasen möchte hier, denn noch ist die Archery Range nicht da, noch könnte er Schaden anrichten, auch wenn Marco gut wallt. Mhm. Aber die Bären. Die Bärensammler wären natürlich anfällig, hier natürlich schön am Hügel. Und jetzt macht er sich auf den Weg. Und der Hügel bei den Bärensammlern sieht natürlich saftig aus. Da kann er natürlich ein paar Bärensammler vielleicht snipen. Donny aber auch noch nicht. Doch, Donny kommt mit der Schmiede. Also da könnten wir vielleicht sogar auch schon Fletching haben, wenn die ankommen. Der Wolf greift an. Der schwarze Wolf. Und jetzt, ich glaube, Marco will hier entweder seine Bärenarbeiter schon evakuieren oder er baut hier noch ein Haus. Auf jeden Fall, jetzt sind die Bogenschützen da und Marcos Schießanlage gerade erst fertig geworden. Jetzt beginnt die Produktion von defensiven Skirmishern. Er hat zwei schon eingelagert. Und Donny pumpt nach. Wow. Also hier direkt der Quickwall. Donny nimmt den langen Weg außenrum. Und verliert da wahnsinnig viel Zeit, weil wo will er da hin? Mhm. Kommt er da an die Woodline überhaupt ran und Marco gewinnt wichtige, sehr, sehr wichtige Sekunden, in denen er hier weiter seine eigenen Skirmisher aufbaut. Aber Donny mit dem Upgrade-Vorteil und mit der zahlenmäßigen Überlegenheit kann sie aber leider nicht so ganz umsetzen. So, jetzt wird hier direkt die Schießanlage attackiert und... Okay, Donny jetzt auch mit dem Marktplatz mit in seiner Base. Town Center kann hier einige Schüsse abtreten. Und jetzt die Frage ist, kommt er hier an die Woodline ran? Er will direkt durch den Wall. Er will direkt durch. Und noch keine Ritterzeit bei Donny, ne? Nope. So wie ich das sehe. Das heißt, er versucht sich hier, er committet hier schon recht stark und kann hier auch schon einige Pfeile abfeuern in die Dorfbewohner, die es hier das Haus aber fast fertig schaffen. Und das Towncenter, er läuft durchs Towncenter. Oh, da einige wichtige. Und jetzt Marco nutzt das Timing und lädt alle seine Plänkler aus und kann Donny hier vertreiben. Kommt es hier nochmal direkt zum Kampf? Da wird früher geschossen. Er hat das Fletching-Upgrade, Marco nicht. Also immer noch die zahlenmäßige Überlegenheit und der Upgrade-Bonus. Marco steht schön im Schutz vom TC, das ist natürlich da ideal gebaut. Und Donny? Donny versucht jetzt nochmal hinten rum was zu finden, wo er durchkommen kann.
Er sieht nicht, dass Marco hier hinten einen Wall hat, aber jetzt wird er direkt entdecken, dass er hier sogar einen doppelten Wall hat. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen das Problem. Das kenne ich auch, wenn man merkt, man kann nicht so richtig knuspern, nimmt man dann nochmal den langen Umweg auf die Gefahr, Zeit zu verschwenden oder nicht. Aber Donny hat hier den Umweg genommen und es bringt ihm nicht wahnsinnig viel, auch wenn er hier ein paar Treffer landen kann. Dorfbewohner sind noch keine gefallen und durch die zwei Palisadenwelle, da kommt er so schnell auch nicht durch. Würdest du sagen, im Chat kam jetzt gerade die Frage, ob es vielleicht sinnvoller wäre, für Donny einfach Fast Castle zu machen und dann... Habe ich mir auch schon überlegt, ab einem gewissen Punkt. Also natürlich, klar, langfristig wird Marco Donny immer einholen. Mhm. Aber vielleicht ist bei 3 Minuten Fast Castle schon so schnell, dass er vielleicht den Vorteil hat. Mhm. Es hängt natürlich aber auch immer vom Volk ab. Ne? Also wenn du nicht weißt, welches Volk du spielst, sind Fast Castle natürlich auch unterschiedlich. Jetzt hier einige verstreute Bogenschützen hier bei Marco in der Base. Ja, hat Marco nicht aufgepasst. Und jetzt der zweite Stall für den Franken. Und jetzt wird hier auch aufgeräumt. Marco im richtigen Moment kriegt er das richtige Timing und räumt mit Donnys Plänklern auf. Und Donny jetzt hier schön forward stable. Sieht denn der Marco das? Schauen wir mal. Donny aber mittlerweile auf dem Weg in die... Er sieht es nicht. Ritterzeit. Marco. Also hier nur mit den Stellen und Marco mit einem sehr frechen... Gold, muss man hier mal auch mal sagen. Ach nee, das ist Donny sogar. Entschuldigung, das ist Donny, baut hier ein sehr freches Goldarbeiterlager. Oh, da, ja. Ob das wirklich hochgeht? Ach nee, sorry, ich hab's völlig falsch verstanden. Das sind ja Donnys Ställe. Ja, ja, ja. Entschuldigung, das habe ich völlig falsch verstanden. Tut mir leid. Also Donny will jetzt hier mit Rittern hinterherkommen. Ist ja auch schon in der Ritterzeit. Einen britischen Ritter. Das ist gar keine so schlechte Idee eigentlich. Meinst du? Hier ist der erste Ritter schon drauf. Und da machen die Plänkler natürlich gar nichts. Aber keine Upgrades für seine Ritter. Marco hier ist auch mit dem Quickwall. Aber der eine Ritter kommt durch und kann jetzt hier auch schon... Kommt direkt gegen 2, 3 Speerkämpfer. Donny schafft es hier nicht, alles zu fokussieren, sondern die einzelnen Ritter rennen hier einzeln in die Speerkämpfe rein. Das ist natürlich nicht so gut. Und auch jetzt, der eine Ritter nimmt den langen Weg außenrum, der andere kämpfte gegen die Baustelle und der Ostritter nochmal ganz außenrum. Also er schafft es auch hier, nicht seine Kräfte zu bündeln, um vielleicht den Durchbruch zu schaffen, sondern alle einzelnen Ritter werden einzeln abgewehrt. Und jetzt, er macht die Mara, möchte ich nennen, links oben. Er kämpft sich langsam, aber sicher im Laufe des Gesamtspiels durch den Wall hier durch. Und jetzt Donny mit der ersten Mange. Kann er Treffer landen und direkt auf die Speerkämpfer drauf. Aber die halten auch einiges aus. Ja. Und kommen auch dran. Oh nein! Und kommen auch dran. Ah, natürlich brauchen Speerkämpfer eine Weile gegen die Mange, aber... Er kommt hier nicht mehr in richtige Schussreichweite. Mittlerweile mit 4 Rittern kann hier gegen die Plänkler natürlich schon ein bisschen Schaden anrichten. Und auch hier, interessant, die Speerkämpfer kämpfen direkt gegen die Ritter und er kann hier einige Ritter zerstören, aber dafür überlebt die Mange. Die Frage ist, ob es das wert ist. Also Donny jetzt mit der Mange und kann hier vielleicht mit einem Mangenschuss einiges reißen, aber er kriegt sich genau hin, trifft genau den Freiraum und jetzt dürfte auch die Mange fallen und trifft hier aber zwar einen Plänkler, geht down. Aber die Plänkler sind gerade gar nicht so das Problem, sondern eher die Schwerkämpfer und da fällt auch die Mange. Und Donny kann jetzt nur noch tröpfeln, hat aber jetzt eine Chance, 3 Schwerkämpfer gegen 2 Ritter. Ritter jetzt auch mit beiden Upgrades, also defensiv und offensiv auch angekommen hier. Und Donny jetzt mit der offensiven Archery Range. Währenddessen Marco 43 willst zu 38 bei Donny. Und ich habe ein Auge auf den Mara-Ritter. Links oben, er klopft auf das Haus und auch das geht langsam, aber sicher bergab. Jetzt Donny versucht es noch mit seinen 3 Rittern. Auch noch so einer. Aber da repariert er schon gegen oben rechts. Donny fängt jetzt an, Ritter einzulagern, hat mittlerweile 4 Ritter, was durchaus beeindruckend ist. Aber er schafft es nicht, sie wirklich richtig in einem Kampf einzusetzen. Lagert jetzt alle aus. 3 Speerkämpfer. Kann hier wahrscheinlich noch einen Ritter töten, aber auch die Speerkämpfer sollten jetzt hier unterliegen. Und Marco ist tatsächlich in der Bredouille. Kann hier nur noch Speerkämpfer reintröpfeln lassen, direkt rauspumpen. Schafft aber den Wall. Schafft aber den Wall. Und da kann auch ein Arbeiter genug Arbeitskraft aufwenden, um hier gegen 3 Ritter zu bestehen. Okay, er wird jetzt mal schnell versuchen, safe in Castle Age zu kommen, sich da so ein bisschen einzuwallen. Marco ist sicher und hier kommt auch keine zweite Mange durch. Also ich glaube, Marco kann hier mit geschicktem Bauen und Reparieren die Ritter draußen halten. Aber, und Mara kommt durch. Mara kommt direkt durch. Jetzt kommt Mara durch. Die Frage ist, kann er mit dieser Ablenkung hier überhaupt was erreichen, während Marco hier seine gesamte Konzentration darauf aufbringen muss, den Stall durchzubringen. Noch steht Mara hier in der offenen Bresche und macht nichts draus.
Donny mittlerweile mit Armbrustschützen, er macht hier wirklich richtig Druck und kann hier natürlich mit den Armbrustschützen schön die Arbeiter raussnipen, die hier versuchen zu reparieren. Er haftet. Doch, jetzt Mara setzt sich in Bewegung. Aber Marco mit dem Quickwall hier direkt und schafft es hier in die Wall reinzukommen. Oh, ein Dorfbewohner hier unter Angriff. Und Mara schafft's. Und Mara, ich möchte dich auch hier mal zitieren und ich sage, Knabber, Knabber. Da schafft es der Mara-Ritter durchaus, seinen zweiten und auch jetzt seinen dritten Dorfbewohner. Währenddessen brennt hier bei Donny alles in der Stall. Der Stall geht nicht down. Da repariert er nach mit 4 Dorfbewohnern, glaube ich, mittlerweile. Der Ostritter ist jetzt auch durch, siehst du mal. Das ist gegen 6 der Ost. Oh, die langsam Mare da durch. Aber jetzt muss er hier seine Arbeiter zurückziehen gegen die Armbrustschützen und da dürfte der Stall fallen. Und dann sind die Ritter in Marcos Base und dann wird es richtig haarig für Marco hier, der sich eigentlich nur noch in seinem Dorfzentrum zurückziehen kann. Jetzt aber auch die Ritterzeit hier. Baut das zweite Dorfzentrum an der Woodline. Jetzt hat Marcos gemerkt oben rechts. Aber jetzt Donny hier mit dem defensiven Upgrade, das ist natürlich auch gegen Town Center nicht so wahnsinnig viel Schaden hier anzurichten. Und Marco, jetzt schafft er es zu knuspern. Das Town Center wird hier auch nicht schnell genug fertig, da kann Donny auf jeden Fall noch ein paar Arbeiter wegknuspern. Oh, das Town Center könnte noch fertig werden, aber für zu welchem Preis? Und die Woodline hier, das sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus für Donny, der jetzt in beiden Woodlines knabbert. Und das Town Center geht gerade noch so hoch. Er schafft es aber, alle Dorfbewohner sind dabei gestorben. Und die Woodline liegt komplett brach und Donny. Ja, ordentlich Wills verloren. Jetzt haben wir 28. Marco seinerseits jetzt selbst hier zwei Ritter bei den Armbrustschützen, aber das reicht nicht. Die Armbrustschützen sind gerade nicht das Problem, sondern die Ritter, die hier in Marcos Space komplett Amok laufen. Aus beiden. Und Marco produziert hier auch keine Dorfbewohner mehr. Das ist ein schlechtes Zeichen. Und jetzt auch eine Mangel hier von Donny, die aber ausgeschaltet werden kann von zwei Rittern. Währenddessen aber trotzdem noch, die eigentliche Gefahr ist immer noch dabei. Pumpt er noch mehr Ritter aus oder was macht der? Bodkin Arrow macht er jetzt. Jetzt muss Donny nur aufpassen, dass er hier seinen Vorteil nicht verspielt. Dass er hier nicht in das Dorfzentrum reinläuft und hier unnötig Armbrustschützen verliert, was er hier tut. Aber trotzdem, die Armbrustschützen sind wie gesagt nur das kleine Problem. Wichtiger sind die Ritter, wo immer noch drei hier die Woodline bewachen und keine Holzarbeiten zulassen. Die beiden Ritter gehen jetzt gegen die Armbrustschützen vor und können hier wahrscheinlich auch einiges reißen und jetzt hier ein weiteres Towncenter von Marco. Etwas optimistisch würde ich sagen, dass er hier baut, hier direkt vor den Armbrüsten von Donnys britische Armee. Die Ritter. Kommt jetzt ein weiteres Mal durch Towncenter. Aber die kriegt er nicht kaputt. Ich sehe nicht, wie er diese 4 Ritter kaputt kriegen soll, ehrlich gesagt. Es sieht jetzt sehr ausgestorben aus hier in der Base gerade. Es sieht wirklich sehr ausgestorben. Ich sehe Donny mittlerweile über 1000 Schwer Punkte vorne. Schwer zu bauen mit den ganzen Crossbowmen, die da rumstehen. Donny hat ein weiteres TC gebaut bei sich, also konzentriert sich hier weniger auf Eco, sondern wirklich jetzt hier den Durchbruch zu schaffen. Ja. Und wenn jetzt noch eine Mangel kommt, ich glaube, er braucht es gar nicht. Die beiden Armbrustschützen, die jetzt allerdings wieder vielleicht ins TC-Feuer laufen, könnten hier, Marco versucht sich hier langsam Stück für Stück wieder hochzuhangeln. Und die beiden Armbrustschützen fallen, die gehen direkt ins TC-Feuer. Die Armbrustschützen sind down, aber die Ritter gehen nicht. Die Ritter, die gehen einfach. Oh, er kann auch einfach noch da. Und schöner Call hier von Donny, der hier das Kloster baut, um hier gegen die potenziellen Ritter von Marco vorzugehen. Aber Donny mittlerweile mit 5 Rittern hier in seiner Base. Einer fällt, aber da weicht er dem Feuer so ein bisschen aus. Oh. Also Marco ist stark unter Bedrängnis, wenn er das noch schafft, absolut meinen höchsten Respekt. Mhm. Donny an allen Ecken macht Ritter er hier Druck. Ritter hier oben. Donny auch wollen in die Woodline. In die Woodline. Das ist so bitter. Ah, das ist bitter. Jetzt das hat Marcos ausgemerkt. Merkt Marco aber auch direkt und yes. Und hier Gigi. Gekonnt von Marco. Herzlichen Glückwunsch, Donny. Nice. Oh, da habe ich aber auch so viel Multi-Keyword leider wieder nicht funktioniert bei mir. Das war echt mega nervig. Schade. Aber GG. Ja, GG. Nice. Forward Base ist da echt schwer abzuwehren. Ja, es war meine einzige Chance. Ich kenne dich. Ich kann dich nicht in Ruhe lassen. Du bist einfach zu gut. Ich weiß, wenn ich dich ein paar Minuten in Ruhe lasse, baust du Armee auf und kommst, machst den Gegenangriff. Ah, ich habe auch echt Kacke gespielt. Also überall immer idle, also komplett den Anfang verkackt. Und das ist halt gerade bei 3 Minuten. Wah. Schwierig. Ja, was geflohen? Ich freue mich. Ich freue mich, dass du gewonnen hast. Also wirklich. Ja, es ist natürlich in der Challenge. Also ich habe es teilweise jetzt also zwischendurch nicht mehr dran geglaubt tatsächlich, weil ich habe wirklich viele
Aber freut mich, dass er sagt, dass er auch dumme Sachen gemacht hat. Dann ist es wieder gleich auf. Auch ein paar. Aber ey, gegen Marco muss man, also riesen Respekt, das sind mit 3 Minuten Idle Time und ich muss wirklich also alles geben in diesem Spiel. Guck mal diese Woodlines an, das ist alles verkackt. Das ist, ich konnte mich überhaupt nicht um meine Wirtschaft kümmern, muss mich konstant auf die, hab auch, das habt ihr bestimmt auch so kommentiert, super viele Einheiten weggeschmissen, viel zu spät, als Brite gemerkt, bau doch Bogenschützen, wenn er Pikeniere baut. So, die eine Mange hätte gut gehen können, da hast du aber perfekt gemacht, da drauf mit denen, da ein bisschen gemarkot hin und her, aber hätte ich dieses Multi-Queue nicht, sag ich ehrlich, Doppelpick auf beide Stelle vorne einfach produzieren. Ich muss da, klar, also gute Spieler machen das ja eh ohne Multi-Queue, muss ich mir eh angewöhnen. Für mich ist es aber wahnsinnig schwierig auf jedes Produktionsgebäude, vor allem, wenn man 2 Archery-Ranges hinten hat und eine vorne. Da musst du alle durch und den Wegpunkt setzen. Normalerweise mache ich Doppelpunkt, mit Steuerung wähle ich das andere aus, setze einen Wegpunkt nach vorne und baller aus allen raus. Das war ein bisschen scheiße. Aber ey, egal, alles Quatsch. Hat auch geklappt. Marco hat ein Handicap gehabt ohne Ende, also von daher. Aber sehr schön gemacht. Mhm. Ja, der Anfang, wie gesagt, der Anfang war halt ziemlich, ziemlich schlecht. Also Sheeps nicht gefunden, dann halt sehr viel Idle Time, die Villager nicht so rausbekommen, wie man wie es wollte. Und ja, dann sind 3 Minuten noch hinten dran und das ist dann schwer noch rumzureißen. Es klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber ich meine, in diesem Spiel, die alle deine Schafe geschickt haben. Ich habe nämlich einen Patch gefunden, da waren 4 und die habe ich dir alle geschickt. Ja, ja, das war ja super. Das war zum Beispiel ja super, aber trotzdem, am Anfang hatte ich halt keine. Ach, das war zu spät. Okay, das war das Ding. Meine stark Start-Sheeps. Ja, geil, Marco geschlagen, immerhin. Nice. 1-1, 2 mit Handicap, aber okay. Herzlichen Glückwunsch. Was ist jetzt der Plan? Jetzt gibt's Flonny. Jetzt gibt's den Klassiker. Flonny, wenn Klassiker. Marco schon mal am Boden liegt, dann entreißen ihm wir auch das drüber gerne nach. Das letzte Stück Würde entreißen wir ihm noch, dass er diese Weste nicht mehr mit voller, stolz geschwellter Brust tragen darf. Es geht in 2-1. Ich weiß nicht, ob wir kurz Werbung machen oder direkt starten. Eigentlich nicht, oder? Ja. Okay, wir sind uns einig. Ja? Ja. Wir machen kleine Werbung und dann geht's los mit Flonny gegen Marco 2-1. Wir gucken mal, ob es wirklich nur am Handicap lag oder ob Marco mittlerweile einfach nichts mehr kann. Ich werde dich vernichten. Bis gleich nach der Werbung. Hoffentlich. Ja, mich muss. Herzlich willkommen zurück bei Rage of Empires. Wir sind kurz vor Flonny. Wir haben schon lange nicht mehr gewonnen. Wir sind kurz vor Flonny. Als Arzt, so, wenn du im Krankenbett bist. Entschuldigung, mir leid, sie sind kurz vor Flonny. Das ist auch nicht mehr, lässt sich nicht mehr verhindern. Ich bin, ich habe ein bisschen Angst, dich runterzuziehen. Hast du gerade den Finger dehnen? Ich habe ein bisschen, ja klar, ich muss alles machen. Können wir ich das noch bitte alles aus mir raus? Was er hier macht, er macht hier so eine Superübung. Natürlich. Oder was? Ja. Was ist denn das? So? Was ist denn das? Warme Finger. Florentin, die hören uns jetzt einfach gerade. Die sind jetzt einfach, ist unsere Zone. Ist unsere Zone, ja? Unsere Safe-Zone. Ich kenne dich. Ich weiß, du bist jemand, der wenn ich einen Volk habe, das ich nicht kenne, dann bin ich durch. Der sich selber schlecht redet. Ich bin ja auch so. Der jetzt Druck hat und denkt, ja, ich ziehe den Donny runter. Es gibt's gar nicht. Du kannst mich gar nicht runterziehen, weil ich liebe dich. So. Und vor allem, es gibt auch kein Du und Ich, es gibt nur Flonny. Es gibt nur Flonny. Es gibt das heißt, es wird Flonny. Einfach nur unterstützt gegenseitig. Wenn du das Gefühl hast, es läuft nicht gut, scheiß drauf, dann helfe ich dir. Und wenn ich das Gefühl habe, es läuft bei mir nicht gut, scheiß drauf, dann hilfst du mir. Versuch's. Und wenn es bei uns beiden nicht gut läuft, dann verlieren wir. Das aber wir gehen hoch und haut es hier raus! Flonny! So, wir müssen doch kurz einstellen, dass wir... Ich wurde liegen gelassen. Ja! Nun gut, ich mach mal einfach los hier. Okay, Wir haben wir ewig nicht gehabt. Guck mal, wann hatten wir das letzte Mal Flonny gegen Marco auf Vor Arabien? Allem mit Random Volk. Ganz random? Machen wir Random? Ja, wir machen Random. Wir machen Random. Random kann unfair sein. Nur kein Meso. Kann unfair sein, kann aber auch unfair sein, wenn wir mit Auswählen machen, weil du alle Völker, komischen Bullshit-Völker da kennst, mit husarischen Plänkler-Reitern und so. Falls der Wubli-Programmierer zuschaut, ich fände es gut, wenn es neben Random und Full Random noch die Möglichkeit gibt, Random ohne Meso. Das wäre schön. Ja. Das wäre wirklich ein Traum. Meso-Völker sind mit die stärksten. Na, die sind die Eagles. Ey, Maya, ballern die Federfallschützen so richtig raus und dann kommt deine. Maya läuft so eine Träne runter. Ja, aber ohne Pferde, was ist denn das für ein. Was ist das für ein Volk ohne Pferde? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Random und Full Random? Full Random? Was meinst du jetzt bei was? Ja, bei der Sylph-Auswahl. Da gibt es auch Full Random. Das weiß ich nicht. Also, keine Ahnung.
Es gibt auch noch Mega Random. Team Random kenne ich höchstens. Full ich nehme Full Random, weil ich habe Bock auf richtig Random. Okay, also aber nicht so ein Bullshit-Random. Nein, mach das nicht, dieses Full Random. Das hast du schon mal gemacht, da ist irgendwas ein anderer Einstellung. Aber ganz normal. Du hast jetzt wieder kein Multi-Queue, ne? Warte mal, ich. Wir können natürlich. Weißt du was? Ein Vorschlag. Oh, können wir das mit dem Multi-Queue mal ausprobieren? Ich habe es jetzt mal angemacht. Also ich habe es jetzt hier drin. Ich habe hier diese Option. Warte. Muss jetzt ich das hier umstellen? Ich habe es umgestellt. Jetzt ist Single Queue bei mir. Okay, ich habe jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf Multi-Queue drauf. Hat sich gerade geändert. Ja, ich drücke ja die ganze Zeit hier drauf. Drück doch einmal und lass es mal. Mach mal nur Multi-Queue. Oder so. Also so, dass man es sieht oder so, dass man so. Jetzt steht bei mir MQ. Okay, soll ich das so lassen? Machen wir jetzt mal einen Test oder machen wir jetzt das Spiel direkt? Ich würde es gerne testen, weil ich habe gerade wirklich das Ding nicht. Dann lassen wir mal Post-Imperial Age, Resources High. Also, wir testen es einmal. Die gar keine Ahnung haben, was gerade los ist. So, dass MQ da steht. So, dass MQ da steht. Okay, dann ist es richtig. Dann, was der Chat sagt. Alles klar, Chat hat recht, dann machen wir es so. Okay. Dann. Das ist richtig. Ja, es hat halt gerade, haben wir auch gedacht, dass wir es eingestellt haben. Es hat dann wieder nicht geklappt. Bei Marco hat es funktioniert, bei mir nicht. Man muss halt wirklich sagen, ich benutze es selten. Ich klicke halt wirklich noch durch, weil ich gewohnt bin. Ja, das von muss früher. Ich mir echt auch mal einfach angewöhnen. Das ist, ich kenne es nicht anders. Also okay, ist es also spielen wirklich jetzt random? Ist es ein Spiel? Nein, wir spielen jetzt. Jetzt ist das Spiel. Weil wenn es jetzt schief läuft, kann man sagen, Chat war schuld. Alles klar. Chat war schuld. Genau. Die meisten ihr seid jetzt dafür. Also wirklich random? Alle sind zufrieden mit der Random-Auswahl? Ja, random. Du musst dein Team noch machen, bitte. Ich habe Team schon längst gemacht. Er hat schon. Guck mal, hier steht bei mir zwei. Bei mir hat das auch gemacht. Bei mir ist alles fresh. So, na, redet mal. GLHF. Siehste, ich höre euch gar nicht mehr. So, mach ganz kurz. Aus da hinten. Der hat das Team an da. Ich habe das Team nicht an. Guck, hier ist ganz unten. Ich dachte, das war so ein Ironie-Ding hier. Noch ganz kurz, wir hören uns auch nicht gerade. Also doch, ich höre hör nichts. Da, ich höre hör gar nichts gerade. Hast du den Main-Mix oben? Hast du die Phones oben? Auf dein Pult, auf dein Pult, auf dein Pult. Ja. Das habe ich. Ich habe vorhin auch schon was gehört, aber mittlerweile höre ich nichts mehr. Hast du auf Phone oben? Hast du Main Mix oben? Hast du Phone oben? Hast du Main Mix oben? Florentin? Ja, habe ich wirklich. Ich habe auch vorhin schon was gehört. So, guck mal, was der Chat hier fragt. Warum hat Marco eigentlich ein Shirt unter dem Hemd an? Ja, das ganz ist ehrlich, eine gute Frage. Ich kann das Ding. Also ganz ehrlich, schaut euch das mal an. Ich kann das nicht. Oberkörper, ich kann hier, so. Ich kann das nicht oberkörperfrei, da siehst du hier den Bauchnabel. Und da siehst du hier alles, das lässt nichts der Fantasie mehr übrig. Und es soll ja noch ein bisschen, weißt du, auch Fantasie, muss ja dann auch ein bisschen mitspielen. Gibt es einen An- und Ausknopf beim Kopfhörer? Nicht? PC? Ich freue mich übrigens drauf, wenn dein Ketten-Bikini ankommt, so wie aus Star Wars. Ja. Ist der da unten? Ja, ja. guck mal, wir sind zu dumm, das hier hinzukriegen. Wenn Florentin irgendwas Technisches machen soll, dann raste ich immer aus. Stimmt. Wir beide sind nicht so. Sind die Kopfhörer richtig drin? Hast du das Kabel mal rein oder wieder rausgesteckt? Ja, das ist eigentlich schon, sieht alles richtig. Aber stimmt, bei euch leuchten die, ne? Ja, die sind dann das Problem ist, das leuchtet nicht. Okay. Kann man hier was machen? Aber wir wissen, es steckt aber drin. Warte. Wir schauen kurz in den USB. Ganz kurz, Donny, kannst du kurz erklären, was Multi-Queue überhaupt bedeutet? Ich kann sehr gerne kurz erklären, was Multi-Queue bedeutet. Dafür ziehe ich doch mal meine. Okay. I don't know. Seine Kopfhörer funktionieren. Also Multi-Queue bedeutet, es gibt, zum Beispiel mehrere. Geht's jetzt? Hallo, 1, 2, 3. Nee, geht nicht. Okay, geht nicht. Wenn man oder kann ich die hier nehmen, von dem Rechner? Nein, warte erstmal ab. Nein, warte doch einmal ab, du ungeduldiger kleiner Bauer. Ja, sagen wir mal zum Beispiel eine Kaserne, ja? Und du hast zwei Kasernen. Und du möchtest aus beiden Kasernen sozusagen die, sagen wir mal, Sperrkämpfer rausballern. Weil aus zwei Kasernen produzieren geht ja schneller. Du kannst ja zweimal, also ist ja klar. Hm. So, und Multi-Queue bedeutet, ich mache Doppelklick auf eine Kaserne und dann werden automatisch alle Kasernen, die ich in meinem Sichtfeld habe, sozusagen ausgewählt. Und dann kann ich nur an der einen Kaserne steuern, sozusagen Sperrkämpfer bauen, 1, 2, 3. Dann werden die, die Produktion wird dann automatisch aufgeteilt auf alle zur verfügbar stehenden Kasernen in diesem Fall. Single-Queue heißt, und das ist der Standard bei Wubli oft, wenn man nicht Multi-Queue einstellt, ist, dass man sich manuell durch die Produktionsgebäude klicken muss, also man muss sie auswählen, um daraus zu produzieren. Die ganzen Profis spielen das gerne. Ich finde das ein super schönes Bild gerade. Die ganzen Profis spielen das gerne, deswegen haben die ja ihre Produktionsgebäude oft auf sogenannten Control Groups. Ja? Das heißt, die ballern dann quasi mit, weiß ich nicht, wenn sie jetzt Archer Agents haben sie jetzt auf A und die haben drei Stück, dann machen die Steuerung AAA und jedes Mal, wenn sie A gedrückt haben, dann ballern sie einen Bogenschützen raus. Das heißt, es ist viel mehr so zu arbeiten mit den Hotkeys. Marco spielt, glaube ich, schon immer so, das ist so, er hat so gelernt. Ich habe es tatsächlich nur gelernt durch Multi-Queue und eigentlich ist es schlecht von mir, das so zu machen, denn eigentlich ist glaube ich, besser fürs Spiel allgemein, wenn man sich das angewöhnt, mit Single-Queue zu spielen. Aber es ist also für mich gerade noch ein Ding der Unmöglichkeit, das gut hinzukriegen.
Von daher, das ist Multicube. Schalten wir auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Donny erklärt Age of Empires Begriffe mit einem mit einer gehörigen Portion gefährlichem Halbwissen. Ja. Marco, ich gebe ab. Jawohl. Wollen wir die Kopfhörer einfach tauschen? Oder die Plätze? Hier musst du wieder neu einsteigen. Ja, die habe ich ja bei ihm gespeichert. Das ist ja ein zwei. Leute, Plätze. Ganz ehrlich, wir unterhalten uns einfach so, das ist doch jetzt egal. Wir wissen uns doch jetzt nicht mehr. Aber er hat keine Sounds. Hat keinen Sound. Ja, klar. Ach, sogar keinen Sound. Das ist jetzt das Allerwichtigste. Du darfst alles machen, was du möchtest. Du darfst alles machen, was du willst. Es ist Freitagabend, wir überbrücken diese Zeit. Oh, okay. Vor allem, es ging wirklich gerade eben. Donny, aber. Ja? Random Sith. Wenn du eine Random Sith kriegen, gerne wünschen dürftest. Von drei Stück, welche wären das? Welche drei Lieblingsvölker hast du denn? Also, auf jeden Fall auf meiner Nummer 1 steht. Oh, ich hätte jetzt gedacht, da kommt schneller die Antwort. ich mag sehr gern Slaven. Slaven, die wären meine Nummer 1, weil ich finde, mit denen kann man fantastisch boomen. Die haben eine sehr gute Wirtschaft. Die haben eine Mega-Wirtschaft. Also, Farmer arbeiten 15% schneller. Hab jetzt nochmal den Tech-Tree kurz aufgemacht. Daut hat neulich sogar gesagt, da gibt es ein neues VOD von Daut gerade. Und der meint auch, dass die vielleicht sogar OP sind gerade noch. Dass die eventuell so einen Eco-Nerf bekommen sollen. Ja, die Eco von denen sind halt einfach nur sick. Also, du hast immer Nahrung, du hast keine Probleme. Also bist halt ab Feudalzeit bist du schon eigentlich übermächtig. Ja. Zweites würde ich sagen Inder, die gefallen mir sehr Inder. Gut. Inder? Weil wenn es zu Imperial Age geht, sind die irgendwie so, die haben einfach alles, auf alles eine Antwort. Haben ja die stärkste Einheit mit im Spiel. Also der imperiale Kamelreiter ist jetzt gerade wirklich immer noch mit stärkste, was du haben kannst. Und dritte Wahl ist eine mit Abstrichen. Warum machen wir nicht einfach, ich glaube, die GoPro ist besser, weil ich drehe mich eh in die Richtung. Oh. Dritte ist eine mit, ist ein bisschen, also dritte beim One-on-One, tatsächlich Azteken. Ich dachte, ach, du magst doch keine Mesovölker. Warte, aber du wirst mir ja sagen, warum ich gerne Azteken jetzt komm nicht mit Mönchen. Nein, fürs One-on-One und Early Game, weil die haben ja mehr Gold. Das heißt, ich muss diese extra 10 Gold nicht holen. Du willst deinen Drush. Den Drush auf 4 Minuten. Ja. Okay, passt. Ich höre alles. Ich höre Donny. Ja. Ich höre mich. Perfekt, cool. Wo lag denn der Fehler? Ja, ich höre ihn hier. Ist auch scheißegal. Ist egal. Cool. Passt doch alles. Danke euch. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank, wir sind bereit. Vielen Dank fürs Überbrücken. Danke, Philipp. So. Applaus für Philipp. Danke, Philipp. Sehr schön. Dankeschön. Alles klar. Dann hier ist sonst alles eingestellt. Und, okay, wenn der jetzt Azteken kriegt. Ach so, jetzt höre ich höre ja Marco auch, aber das ist ja egal. Oder? Oh, das ist eigentlich egal, stimmt. Also, ich höre euch nicht. Naja, das ist nicht so egal eigentlich. Das stimmt. Ich sag ja nichts. Er sagt ja nichts. Was sage ich denn? Oh nein, was die jetzt schon wieder bauen. Ja, genau so. Das geht ja runter wie Öl bei uns. Das ist ja schön. Ja. Okay, komm, jetzt scheiß drauf, Raum. Ja, jetzt kommt. Mal ballern. Jetzt wisch dir mal die Skepsis da aus dem Gesicht. Alles gut. Hör auf jetzt. Alles gut, ich bin bereit. Okay, ich auch. Gut, dann. Komm schon, Flonny. Geladef. Okay, aber er hat auf jeden Fall. Also, wenn wir jetzt so reden, ist gut. Laut, ne? Okay. Was ist der Plan, Donny? Ja, warte mal ab, welche Folge wir haben. Oh, ich hoffe, ich habe irgendwas. Ja, hör auf, Marco, das hören wir. Bitte. Du darfst nicht pfeifen, nicht pfeifen. Gar nichts. Nee, es kommt jetzt gleich. Ich werde es eh verpassen, wahrscheinlich. Bau erstmal ganz normal den Anfang und dann guckst du nach. Okay, Sorcerer habe ich. Hä, bei mir geht gerade gar nichts. Okay, ich bin Khmer. Khmer. Sarazen. Sarazen sind irgendwie nicht so geil. Doch, die haben guten Handel. Florentin. Ich mach, das, was ich die ganze Zeit gerade mache. Ja. Ja, aber in diesem Fall ist es wirklich sinnvoll. Und ich würde sagen, du gehst auf Scouts, ehrlich gesagt, aber... Kann ich machen. Also, wenn du da eine Build-Order hast, gerne. Also, nicht Fast Castle. Also, weil wenn er dich angreift, dann ist es zu risikovoll. Ich habe vergessen, die Dorfbewohner am Anfang zu bauen. Ich bin ein Idiot. Vergessen da, die am Anfang gleich die 4 rauszuballern. Naja, nicht so schlimm. Ja, wichtig ist Spaß haben, ruhig bleiben. Und halt auch gewinnen. Aber Hauptsache teilnehmen. Also das ist mir auch wichtig. Nee, das habe ich nie verstanden, die Logik. Hauptsache teilnehmen. Das ist verstehe ich nicht. Ich habe super, super nahes dir. Das könnte ich eigentlich lernen. Wie sieht deine Map aus? Alles cool? Ja, ich habe 3 Gold sehr nah beieinander, direkt in deine Richtung. Die Sarazenen können halt sehr gut handeln, sprich umtauschen. Ich weiß nicht,
ob und wann das wirklich sinnvoll ist. Klar, wenn es so weit geht, auf jeden Fall. Und wir sollten sowieso, Marktplatz sowieso, sollte oben stehen. Nee, eben nicht, sondern umtauschen. Nicht handeln im Sinne von Verbündete, sondern selbst umtauschen. Ich habe noch nie was umgetauscht. Hat es dir nicht gepasst? Doch, also sind Nahrung in Stein umtauschen. Gold, Nahrung verkaufen, Gold verkaufen. Verkaufen, okay. Du meinst, ja. Umtauschen kenne ich nur vom Klamottenladen. Ja. Ist das jetzt gerade Flonny Power oder was machen wir hier, Donny? Das ist Flonny Power, natürlich. Meinst du, weil der Gag so schlecht war? Als ob wir jemals viel geredet haben, wenn wir gezockt haben. Du machst immer dein Gesicht auf 7:30 und ich bin irgendwo und binsel nicht mehr. Ist doch echt so. Oh, ich habe alle meine Schafe, aber mir fehlt der Boar. Wo ist der Boar? Boars sind schon auch ein bisschen Wichser, muss man sagen. Ja. Ja, Samsung. Das ist richtig. Oh, ich könnte meinen Dorfmeister verlieren. Dorfmeister? Nee, da noch eingelagert. Grandios gemacht, also. Das muss man auch mal sagen. Wer ist denn dein Dorfmeister? Ja, Dorfbewohner. Machst du es nicht so, dass der Bürgermeister das Schwein holt? Hä? Das ist sarazenische Tradition, dass der Bürgermeister das Schwein holt. Ganz wichtig auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Ja, die Sarazenen, ja, die haben ja den Mameluk, ne? Also diesen Kamelreiter, der auf die unfassbar gute Idee gekommen ist, Säbel zu werfen. Also beim besten Willen von allen Dingen, die man werfen kann, warum Säbel? Und mir fehlt mein Schwein leider immer noch. Ich habe einen super langen Bohrlöhr leider. Es kann sein, dass ich den jetzt verliere. Ich hoffe mal nicht. Na doch. Naja. So, jetzt. Nein! Oh, ich habe den Baller verkackt. Egal, da war ich. Ich habe den Baller richtig krass verkackt. Es hat auch was Französisches, so Baller, oder? Findest du nicht? Baller, meinst du? Baller. Ich habe den Alterne verkackt gerade, das ist gar nicht so lustig gerade. Je pense que le Baller sont très. Oh mein Scheiß, mein Stoff stirbt. Oh Mann, ey. Ich habe halt, beide Boars liegen halt auch richtig scheiße bei mir. Oh ja. Der eine irgendwie mega hinter so einer Woodline, wo ich erstmal Loom machen musste. Und das schafft die eh nicht hier. Alter, ist das ätzend, Mann. Dann nehme ich auch noch einen Dorfwohner, der schon angeschlagen ist um den Dorf. Also. Oh nein, ach noch, fuck you einfach. Ach komm, Leute, jetzt ist nicht mehr lustig. Hast du es auch verkackt? Zwei Dorfhunde verloren mittlerweile. Er ist übrigens hier. Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Ja, ich habe auch richtig Probleme hier mit den Ballers. Die lagen richtig scheiße. Also ohne Scheiß jetzt mal. Eieieiei, da habe ich schon die zynische. Ah, ich habe auch eine verloren. Alter, was soll das? Ey, ich hab die Horrorboars gehabt. Jetzt ohne Witz. Das klingt jetzt wie ein Pokémon, so Horrorboar. Horrorboar. Oh, das war ganz schlimm, ey. Das wird nicht gut enden hier. Aber ich bleib cool. Mehr oder weniger. Das ist das Wichtigste. Ja. Ich hab halt eine Dorfbewohnerin verloren gerade. Das ist nicht ganz so geil. Marco gibt keinen Ton vor sich. Sehr konzentriert. Jetzt punktemäßig vorne, aber nicht so viel. Oh, shit. Jetzt muss ich die da ganz hinschicken, dass ich hochklicken kann. Naja, ich habe jetzt erst hochgeklickt, Mann, das ist viel zu spät. Bolden. Ready. Yay. Bolden.
Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ich habe auch recht spät hochgeklickt. Ich habe richtig verkackt am Anfang. Richtig verkackt. Also es sieht richtig schlecht aus. Ich weiß nicht, ob er sowas hört. Ich glaube, er riecht sowas. Ich glaube, er riecht Angst. Oh, aber da ist sein Scoutmeister. Hallo. Ready. Yes. Yay. Yay. Ja, wir haben Katastrophenstarten. Absoluten Katastrophenstart. Ich habe vergessen, 10 Gold zu holen für die Milizen. Ich habe mega viele Dorfbewohner verloren. Ja. Jetzt läuft's. Chopper. Aber ich versuch's trotzdem. Mal ein bisschen wallen hier. Bin trotzdem der Erste oben, krass. Nach dem Start. Da weißt du, dass es ein Flonny ist, wenn du schlecht spielst, aber trotzdem nicht der Schlechteste bist. Aber er ist ja auch noch nicht oben. Oh, lol, lilalilol. Hey, ist nur ein Spielmann. Hey, Donny. Hör auf jetzt. Hör du auf. Donny. Ich hab nicht angefangen. Donny. Was macht er denn? Warum greift er nicht an? Ich rechne damit, jede Sekunde zu verlieren, aber ich verliere nicht. Das ist ein bisschen auch so, mir geht's mehr im Leben, mehr allgemein so. Kann nicht glauben, aber ich rette mich hier gerade tatsächlich raus aus dieser Misere. Ich werde angegriffen? Aber von Quatsch. Ja, weißt du? Nee. Nur von Quatsch. Ich dachte jetzt. Okay, er ist auf jeden Fall gewallt. Ach komm, Mago. Da verliert er seinen Speer. Das finde ich schwach. Hat er dich angegriffen? Nee, aber... Okay, greifst du an, oder? Ich greife jetzt schon die ganze Zeit an, ja, gerade. Okay. Das ist ein gutes Zeichen, wenn du dich so vorlehnst und irgendwie versuchst, was zu erkennen. Oh, er hat Fast Castle gemacht. Das ist natürlich scheiße für uns, jetzt zu verdienen. Was ist er denn überhaupt? Langbogen spielen. Die können nichts. Ja, nicht so geil gelaufen jetzt für uns. Muss man auch mal einfach anerkennen und sagen, scheiße. Ich wollte mal, hast du schon einen Marktplatz gebaut? Nee. Ich kann mal gleich mal gucken, was er baut jetzt. Ja, was wird er bauen wahrscheinlich? Gleich sehen, Donny. Bogenschützen. Okay, ich klicke hoch. Okay, er baut Ritter. Ganz sicher. Ritter? Ja. Okay. Das heißt, keine Hotkeys! Oh, bitter. Du hast keine Hotkeys? Naja, ein bisschen. Oh, 3 Ritter auf dem Weg zu mir. Ja, Holy Schmidt. Holy Schmidt? 5 Ritter, ganz viele Ritter. Wenn du mir nicht hilfst, war es das für mich. Ja, warte doch mal ab jetzt. Bau einfach Sperrkämpfer. Mach ich ja. Wall jetzt schon deine Sachen ein. Dein Gold und sowas. Mach das so Quick Walls. Ich hab jetzt hochgeklickt. Das kriegst du hin. Okay. Okay.
Mal kurz gucken, was die so können. Die sind irgendwie scheiße. Ich gehe auf Elefanten. Okay, ich gehe auf Elefanten. Also wie gesagt, ne, er greift mich recht stark an. Ja, ich weiß, ich kann dir aber leider gerade Stand jetzt nicht helfen. Ist okay. Tut mir leid. Ich muss jetzt irgendwie erst aufbauen, also bis ich Castle Age bin und dann kommt er auch zu mir. Ja. Fucking Hotkeys. Shit. Shit. Ach man, das ärgert mich auch immer für den Zuschauer, weil es ist so blöd, wenn man wegen Hotkeys was macht. Also, gute Nachricht ist, ich bin fully walled und habe gute Ressourcen. Ich werde jetzt Stall bauen machen. Mein Gott, was ist denn mit den Hotkeys los, Leute? Das ist ja peinlich. Okay, ja, machst du schon gut. Das machst du doch, ist doch geil, sieht doch gut aus. Sieht doch gut, Sperrkämpfer. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nein, bitte fuck meine Hotkeys einfach. Dann geh doch, drück doch Pause und geh rein. Ach, jetzt lagert er die so aus. Wie kam der denn hier? Wie kamst du denn hier rein? Ach, ist das bitter, Mann, das tut mir so leid für euch da draußen. Wie kam er denn hier rein? Da, ich hab irgendwo ein Loch. Hä? Ja, ich bin jetzt auch scheiße. Sieht nicht gut aus jetzt gerade. Er hat meinen TC gestoppt. Ich muss das Loch stopfen hier. Jetzt wird Schießheit. Keine Panik. Aber womit greift er dich denn an? Mit Ritter natürlich, der kam einfach rein. Ich wusste nicht, dass ich da ein Loch hab. Können wir ganz kurz pausieren vielleicht? Soll ich dir helfen oder kommst du durch? Warte. Ah, das Loch habe ich gestopft, mein Freund! Da kommt der Kinski durch. Okay, wie sieht's bei dir aus? Sorry, ich muss da jetzt kurz mich darum kümmern. Alles in Ordnung. Okay, ich kann jetzt auch eine Burg bauen. Okay, ich glaube, ich habe mich regeneriert von dem Scheiß. Sehr schön. Wie sieht's bei dir aus? Ganz gut. Okay, das war jetzt der erste Schluck auf hier gerade. Ich habe Reliquie gesammelt. Kannst du mal gucken, ich habe ja schon 4 Elefanten. Jetzt geht langsam ab. Ich bin mir nicht sicher, weißt du, ob die Elefanten... Welche Upgrades brauchen die Elefanten? Die, so wie Pferde, ne? Ja. Ich glaube schon, ja. Vielleicht sind die auch leichte Kavallerie, weiß niemand. Weiß niemand. Es ist wirklich einfach unbekannt. Der wird, der boomt halt nett, ne? Also er hat schon echt Damage gemacht. Meine Wirtschaft läuft überhaupt nicht gerade. Ich kann schon eine Burg bauen. Ich baue eine Burg jetzt. Ich glaube, du musst nicht flüstern. Ne? Doch, der hört das. Das ist doch das ist Marco, Alter. Der ist fies. Ich will auch eine Burg bauen, Mann.
Ach cool, ich hatte vergessen, dass ich komplett offen bin in diese Richtung. Gut. Ist er bei dir oder was? Ja. Sorry. Okay, ich regeneriere mich langsam. Meine Wirtschaft ist einfach irgendwie total kacke. Ach Mann, es tut mir so leid, aber es sind leider... Jetzt hör auf, dich zu entschuldigen, nein, ist alles gut. Ja, ist ja alles auch gut. Aber es nervt mich nur persönlich auch. Ich höre dich die ganze Zeit immer dich entschuldigen bei irgendjemandem. Hey, es tut mir so leid, Leute. Ihr seid hergekommen, ein Profi-Game zu sehen, jetzt hilf euch nicht ab. Also er wird wahrscheinlich Mönche bauen. Das mal schon mal als Vorwarnung, weil die der Hardcounter sind für die Elefanten. Und bei mir welche gesehen. Da entspannt er sich da drüben. Schlägt einmal die Beine. Ich habe massive Holzprobleme. Hast du Holz übrig? Ja. Büssel. Er hat auf jeden Fall schon sehr starke Ritter. Echt. Cool, danke. Das hat mir schon geholfen. Ich muss nämlich meine Felderwirtschaft mal hier zum Laufen bringen. Come on. Come on. Come on. Come on. Ich verstehe das nicht. Elefanten sind scheiße teuer, Mann. Was ist denn jetzt eigentlich los? Er lässt dich auch gerade in Ruhe noch, oder was? Ich versuche mal zu scouten, was er macht. Oh, noch ein TC. Uiuiuiui, meine Points auch verkraut und Rüben durch die halbe Welt, ey. Aber Freunde, ich habe sowas von zwei Reliquien, das kannst du aber mal gucken. Scheiße, du bist einer, ey. Ja. Es Reliquien sind gut. Ja, Reliquien sind gut, ja. Hey, oh, wir haben noch gar nichts. Du, Marco, hey. So viel kann ich schon mal sagen, wir haben nicht viel. Nicht unser bestes Game, würde ich mal sagen. Ey, noch ist nichts Schweres passiert, nichts Schlimmes passiert. Ja, mehr oder weniger. Ey, ich werde dem so die noch ist nicht viel passiert. Ins Gesicht. Ja, der kommt da mit irgendwelchen Fuckeinheiten. Was ist der überhaupt? Haben wir überhaupt geguckt? Brite. Achso, ja, der kommt mit Bogenschützen. Nee, kommt er nicht, weil ich habe Elefanten. Okay. Okay, der Boom läuft an. Kann ich dir irgendwie mit einer Burg helfen? Oh, er kommt bei mir mit einer Burg an. Er greift meine Burg an. Mhm. Scheiße. Oh, ey, oh, ey, oh. Okay. Das und er kommt mit Mönchen, das war so klar. Ich wusste. Okay, ich brauch Scouts. Er zuckt nur die Schulter. Was soll er machen? Okay, ich muss schnell Scouts bauen.
Einzige Chance. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass er Scouts baut. So, kannst du irgendwie die Mönche hier kidnappen? Naja, geh nicht mit deinen Rittern hin, auf jeden Fall. Was soll ich machen? Die also, nee, also, er hat Mönche, wie ich schon angekündigt habe, weil, ja, weil er die Elefanten gesehen hat. Wenn wir die irgendwie gemeinsam hier. Er greift mich ja hier an mit dem Tribox, siehst du das? Meine Burg. Ja. Ach, krass. Ready. Chopper. Ach nein, meine Hotkeys. So, die Burg ist weg. Nicht so schlimm. Okay. Wie sehen denn deine Mönche aus? Die sind total abgefahren einfach. Die sind ja mega cool. Kompletter Bullshit. Oh, da geht was. So. Wollen wir pushen oder was? Müssen wir. Müssen wir versuchen. Ja, die fucking Mönche sind einfach Arschlöcher. Ich habe auch super schlecht gemarkert gerade. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir helfen ihm gerade, indem wir ihm Einheiten schenken. Viel Spaß mit den Elefanten. Ja, das war nicht gut. Wieso habe ich nicht schon vorher Scouts gebaut? Ich wusste doch, dass er fucking Mönche baut. Okay, genau, ich kann hier Hilfe gebrauchen. Ja, scheiße, er hat Helibardie. Französische Helibardier, oder? Helibardier. Le son de Helibardier. Also, Andi, Helibardier. Ja, aber ich hab hier die Kollegen hier, die Zeug schmeißen. Was schmeißen die denn? Säbel! Komm mal, hilf mir mal hier in der Front. Ja, hallo. Ich komm von hinten, ich greife. Ich krieg's hier voll ab. Und ich kann nichts bauen. Jetzt kommt der mit seinem Scheißzeug. Das okay, dann baue ich Schützen. Ja. Hast du Schützen gegen die... Er hat halt eine super Kombi, ne? Egal. Ich bin aber übrigens auch auf dem Weg in die Imperialzeit, ne? Ja, ich nicht. Schön für dich. Ach, jetzt kommt wieder. Die Burg hätte ich vielleicht ein bisschen. Ja. Brauchst du jetzt einen TC hier in die Mitte vom Nichts? Was soll das denn? Was bringt die denn? Was ist denn das TC hier? Sekunde. Hier, jetzt kommen sie. Wir brauchen Schützen hier. Ich brauche Schützen gegen die Helibardiere. Ich habe hier leider gerade auch selber Stress in meiner Base, weil ich es nicht hinkriege, einen Wall zu bauen einfach. Das ist der Grund. Ich schaffe es nicht, eine Taste zu drücken. Ja, ich bin fast GG jetzt. Ja,
Sorry, ja, ja. Sieht nicht gut aus. Wollen wir noch ein Rematch machen dann? Ja. Okay. Okay, kann ich ganz kurz bitte meine Hotkeys einstellen? Es tut mir echt leid, ich hab vor dem Spiel eine halbe Stunde hier gesessen und Hotkeys eingestellt, aber ich krieg es nicht hin. Es tut mir Ich glaube aber nicht, dass es daran lag. Nee, gar nicht. Ach, ja, Rematch reicht ja gar nicht. Ja, echt nicht? Florentin, gibst du noch auf? Ja, sorry. Danke viel. Ach, schade, sorry. Ja, also das ist erstmal völliger Bullshit, was Marco da gemacht hat. Da sind sich eigentlich alle einig. Was habe ich denn gemacht? Ja, die Einheitenkombi ist halt einfach lame. Ach so, okay. Muss man halt ganz klar sagen. Du hast gesehen, ich baue Elefanten, dann baust du halt die Mönche. Ja, ja. Vor allem, ich war dumm. Darf keine Counter bauen? Ich war so dumm. Ich hatte ja auch Mönche da. Ja. Und ich hätte ja einfach die Elefanten direkt wieder zurückbekehren können. Genau. Hab mich aber so entschlossen, nee, ich bekehre die Langbogenschützen. Mega clever. Warum denn? Weil ich dumm bin. Ja, ich dachte, wir müssen doch jetzt hier nicht warum. Also warte mal, ich möchte mal sagen, das ist so dumm von mir. Weil warum, wenn ich doch sage... So 5 Minuten, bevor er überhaupt einen Angriff macht. Weil ich habe gesehen, er sieht meine Elefanten. Ist doch ganz klar, was er baut. Warum baue ich dann nicht einfach schon Präventiv-Scouts? Warum baue ich erst Scouts, wenn 5 Mönche machen und ich dann hat er alle bekehrt? Ja, das sah schön aus. Da habe ich mich gefreut, als die einmal kamen und dann bupp, rot. Ja, das ist aber auch, muss man auch dazu sagen, einer der härtesten Counter in dem ganzen Spiel. Ja. Elefanten gegen Mönche, die ist sind so schnell bekehrt, die sind weg. Kosten 120 Nahrung, 70 Gold. Das ist krass. Ja. Ja. Aber die Bogenschütze habe ich einmal, habe ich da, so machen die immer. Die ja, das stimmt. Warum auch immer. Wie, ganz ehrlich, wenn so ein Elefant vor dir ist und du bist so ein Langschütze, was macht der? Ich versuche mit den Legolas. Oh ja, stimmt. Legolas, was sieht er mir im Auge? Lorians Blätter fallen nicht ohne Grund. Wieso beschwert? Ist jetzt Ralf Möller als Legolas? Ja. Yeah. Legolas, was sieht denn da im Auge? Ach komm, ach ist schade. Wieso beschwert ihr sein ohnehin so ist doch schon alles schweres Herz? Ich glaube, ich habe, also wirklich, ich saß hier und habe mich 20 Minuten Hotkeys festgelegt, aber ich glaube rückblickend, ich habe einfach nicht auf Speichern geklickt. Ich kann nicht, wieso macht ihr sowas? Ich habe all eure Hotkeys gespeichert. Ich habe ihnen gesagt. Ja. Naja, also, es ist ja, aber es ist nur eine kleine Ausrede. Es ist daran lag es letztlich nicht. Auch wenn man diese Quatschfolge hat und dann einfach diese Mammelucken baut. Nein. Und ich hab 100 Fletching-Upgrades gemacht, bringt nichts. Ja, das sind Mammelucken. Ja, das stimmt. Das ist Infanterie. Die aber weißt du, was Mammelucken richtig scheiße sind? Bogenschützen. Und Helebardiere. Kann sein, ja, kann sein. Ja, das. Also. Naja. Ich muss auch mal, Rechtfertigung, ist mir scheißegal. weil es einfach die Realität ist. Ja. Irgendwann muss man auch einfach die Realität einsehen. Irgendwann gibt es einen Unterschied zwischen Rechtfertigung und Realität, so nämlich. Und ganz ehrlich, Marco, will dein Sieg nicht keinen Abbruch tun, ne? Aber ich weiß nicht, wie es befunden ist. Ich hatte einen Katastrophenstart. Die Boars lag so beschissen bei mir. Schon wieder ein Boar hinter der Woodline. Dann der eine Boar, den habe ich dann verkackt. Weißt du, wo ich meinen Boar hatte? Wie so ein Anfänger an der Mühle war der Boar. Ich konnte also nicht weiter drauf. Und du weißt ja, ich wollte natürlich mit Madame Arms Druck machen, so dass Flo und ihn aufbauen kann. Wäre bestimmt auch irgendwie gut gegangen. Zumindest so weit, dass es dich nerven würde. Ich habe gesagt, ich darf auf gar keinen Fall Fast Castle gehen, sondern auch Scouts. Ja, aber trotzdem, Scouts wäre ja auch okay gewesen. Okay. Aber du hast ja Scouts dann zu spät. Ja. Also, ich dachte mir schon, dass du Man-at-Arms machst, deswegen habe ich ja präventiv schon überall gewallt und du musstest ja immer wie so ein Lamer halt. Ne? Wie so ein Moment, jetzt gucken wir uns mal deinen Wall an. Wollen wir uns deinen Wall ansehen? Können da, wo du das Loch gefunden hast, Leute, da oben? Wo ich das Loch gefunden habe. Hey, wenn er das Loch, nicht findet, dann gewinnen wir. Ich finde immer das Loch. Okay, aber können wir Walls das habe ich schon öfter auf dem Kiez gehört. Leute, Walls sind einfach nicht lame. Können wir das einfach mal. Sind sie auch nicht lame. Das Einzige, was lame aber wenn er es macht, ist Tower Rush. Alles andere finde ich ist okay, aber Wallen ist nicht lame. Aber Florentin, das ist einfach nur lame, weil du jedes Spiel dieselbe Strategie fährst. Du machst den Florentin. Das sagst du! Ja, ich weiß, Mensch! Der Kunk ist da noch! Ich weiß noch, wie sich das anfühlt! Ich war jeden Tag wie sich das anfühlt! Ich bin ja wohl, ich mach immer was anderes. Das ist Sieg. Ich habe jetzt 3 Spiele mit Man-at-Arms gespielt. 3 Spiele. 4 vielleicht. Ja, lass es hochkommen. Das ist schön. Es ist wieder wie beim Alten. Das ist so. Wir sind Flonny, wir dürfen nicht streiten. Bullshit. Nächste Woche. Guck dir an, der Süd, den du so hast. Nächste Woche Flonny und dann kein Bullshit, dann Hotkeys und Multi-Queue und machen wir. Haben wir doch. Alles drin. Der muss mal wieder verlieren, Mann. Das ist auch wieso mal wieder? Aber muss auch mal sagen, jedes Mal, wenn man Florentin spielt, irgendwann kommt dieser Satz, irgendwann kommt immer das Gleiche. Irgendwann sagst du immer dieses so, ich schaff's einfach, keinen Ball zu bauen. Ich kann einfach keinen Ball bauen. Ich schaff einfach nicht, ich schaff einfach nicht, einen Ball zu bauen. Weil du mit so einem resignierten Ton... Ja, ja.
Du, ich schaff's einfach nicht. Ich, als ob du, wem redest du? Ich weiß. Bauen. Ja, ja, ich genieße es. Ich schaff's einfach keinen Ball zu bauen. Es ist einfach unmöglich. Es ist für mich nicht möglich, einen Ball zu bauen. So dieses. Aber es war genau das Timing. Es war genauso, wo, weißt du, du willst dich auf den Weg machen. Du hast deinen Rucksack vollgepackt. So, jetzt helfe ich meinem Freund Donny. Du hast einen Apfel mitgenommen. Du hast einen Tetra-Pack dabei. Klar. Ziehst los und gehst los. Und plötzlich die Kavallerie strömt in deine Base. Und du drehst direkt wieder um. Und läufst und fängt an zu bauen. Und ich mir, was wäre jetzt gut? Fliegende Säbel werden gut. Da baue ich den Crap halt. Ja, der hat mich auch die ganze Zeit zum Lachen gebracht. Fliegende Säbel. Ey, sind diese ganze... Wie kommt man denn auf die Idee, Säbel zu werfen? Die fliegen nur. Das ist die unaerodynamischste Waffe ever. Bullshit. Oh, wie soll ich mit so einer Einheit gewinnen? Ich weiß, dass du enttäuscht bist von mir, Donny. Du musst mich nicht so angucken. Ich bin nicht enttäuscht von dir. Ich bin enttäuscht von mir auch. Ich zieh dich nicht runter, aber ich hab dich runtergezogen. Nein, ich hab mich selber runtergezogen. Ich hab den Anfang verkackt. Fertig. Hast du die Punkte gesehen, Mann? Ich war voll weit hinten. Ich hab den Anfang total verkackt. Selten so einen verkackten Anfang gehabt, außer wie gestern Abend. Komischerweise, ich merke, wo ich so sage, es häuft sich langsam die verkackte Start. Leider irgendwann auch keine Ausrede mehr. Aber nächste Woche machen wir ihn fertig. Aber kurz die Einschätzung, Marco. Yes. Generell, wenn es jetzt nicht schief geht, was sagst du zu der Wahl Elefanten? Ja, also im Grunde genommen. Was würdest du? Komm her, nicht viel. Die haben kein Chevaliere haben die nicht. Die haben keinen guten Trash, den man hoch upgraden kann. Haben keine Arbalesten. Also im Grunde Elefanten sind jetzt nicht die schlechteste Einheit, die Chimäre haben. Die haben ja, glaube ich, sogar noch einen Bonus drauf. Ach ja, hier, das ist schneller laufen. Schnell. Genau. Was ich von Viper gehört habe, was Chimäre richtig geil machen, ist auch Skorpione. Gut, Skorpione kommen jetzt um die Ecke. Ja, Donny, Mensch, stell dir vor, du hättest 10 Skorpione gehabt, ein paar Elefanten und dann kommen meine Halberdiere rein. Alle ach weg. So, nee, hat er aber tatsächlich recht gegen die Halberdiere. Wie habe ich sie genannt? Halberdier. Halberdier, ja. Halberdier, hast du gesagt. Ansonsten, ja, also Chimäre. Chimäre ist ein Scheiß vollkommen. Du kannst halt auf Trash gehen, also Halberdiere auch bauen. Du kannst Lightcraft gehen. Cover Archer vielleicht, aber selbst, ja, Cover Archer könntest du vielleicht noch zur Not gehen. Haben die Patrick? Ja, ja, aber sie haben halt keinen Thumb Ring. Also, das ist das Einzige. Aber brauchst du nicht, wenn du Ballistik hast. Ich will ein Video, wo einfach eine Stunde lang Marco nur versucht, Thumb Ring auszusprechen. Thumb Ring. Thumb Ring. Wir sind auch the ring for the thumb. Wir sind auch zu zerstreut einfach. Ich finde GH. Genau, dieses 2-4-1 mit Random ist halt auch immer so ein bisschen so eine... Moment, du willst jetzt noch... Ich habe schon den Nachteil, dass ich gegen 2 kämpfe. Jetzt willst du noch sagen, oh Gott, Random-Ziff ist aber was für ein gegen einen. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ich meine, es ist halt echt so eine Wundertüte. Weil entweder du kriegst ein Volk, das halt irgendwie auch funktioniert, oder du kriegst halt so einen Quatsch und weißt nicht, was du machen sollst. Und was hattest du nochmal? Sarazene, die sind sehr stark. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass sie gut handeln können. Handeln? Ja. Nein. Doch, das ist tatsächlich ein Bonus, dass sie besser kaufen und verkaufen können. Ja, das ist ja nicht handeln. Du meinst, ja, halt einen starken Markt. Gut, dann gib mir ein Wort dafür. Tauschen, habe ich gesagt. Ja, hast du noch die ganze Tauschen mache ich nur mit Pokémon-Karten. Also sie haben einen starken Markt im Endeffekt. Also da ist richtig viel Kohle raus. Also wenn du das halt richtig gut nutzt, dann habt ihr eigentlich super viel Gold, immer. Ja. Hast du nicht gemacht? Schade. Aber Mann, Marco, als ob wir irgendwas nutzen, was uns was bringt. Also, wie gesagt, was ihr hättet machen dein können. Dein TC war das Geilste. Warum baust du da vorne dieses komische TC? Ja, ich wollte dich unterstützen. Mit einem TC? Ich hatte kein Geld für eine. Was soll das? Hallo! Ich dachte, und ich kann keine TC. Burg bauen kann, das nächste Beste ist ein TC, für eine Universität bauen oder was? Nein, aber kein TC. Ich habe sogar noch recht. Du hast noch nicht mal einen Schlag gemacht. Du hättest einfach abbrechen können. Anstattdessen, ich baue jetzt ein TC. Ja, hallo, ist das besser das als nichts? Nichts ja, doch. Das ist ja Verschwendung. 100 Steine und 275 Holz für dich. Ich versuche dir zu helfen, nur mit allem, was ich habe, okay? Ja, gut, aber das TC war halt nicht so geil. Eine Burg wäre geiler gewesen. Ey, nächste Woche. Wie viele Villager haben wir gebaut? Lass mich raten. Ich guck noch nicht. Lass noch nicht. Ich rate, er hat 100 Villager weit über. Pop. Ich glaube, du hast 47. Ich habe einfach so. 30. Nee, ich glaube sogar, das Florentin, es sah in seiner Base immer voll aus. Ich glaube, der hat auch 100. Oh, ich sehe es gerade, wir haben tatsächlich alle recht hoch gehört. Oh ja. Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, siehst du. Military. Oh, Reliquiengold. Hä, wieso? Hallo. Warum ist das so gut? Was? Wir sind gar nicht so schlecht. Wir hätten einfach, wenn wir konzentrierter gespielt hätten, nicht so ein Bullshit gemacht hätten. Gucken wir mal auf Largest Army. Welche Army? Badam. Units killed, units lost, buildings raised. Wollen wir das auch abgreifen? Wo ist denn der? Der ist bei dir? Naja. Den Bonus kann ich nicht abgreifen. Achso, scheiß drauf. Ja, egal. Alles stimmt, stimmt. Da steht, dass ich die beste KD habe. Ja. Also, ja. Nee, es stimmt schon, wir waren PS3 Udo hat 155 Kills und 97 Lost.
Largest Army 73, geil. Hol dir einen drauf runter. Genieß deine Weste, nächste Woche wird sie dir vom Leib. Wird es eigentlich, was ich mich frage, wir haben ja jetzt mehrere Dinge am Laufen. Also jetzt hat Donny das 1 gegen 1 nach 3 Minuten gewonnen, das ist schon mal schön. Wie sieht's mit euch aus? Wollt ihr da auch noch mit einsteigen, ihr beiden? Ey, bei uns steht noch ein Wassersieg aus. Erstens, das gibt's ja auch noch, das gibt's ja auch noch, Teaminsel-Match, ihr beide. Dann natürlich muss es auch wieder Florentin gegen Donny geben, das will ich auch sehen. Lass uns mal nächste Woche einfach so ein Alle gegen Marco. Erstmal machen Mara und ich ihn auf Wasser fertig. Was? Und dann machen Florian und ich ihn an Land fertig. Weil ich habe keinen Bock mehr auf Marco, wie er da sitzt mit seinen 170 gebauten Dorfbewohnern und dann einfach dieses fucking leichte Kavallerie rein. Ja, das ist einfach menschenverachtend. Einfach das ist geil. Die da einfach so reintröpfeln zu lassen, das ist einfach Bullshit. Wieso machst du keine Mauer, Florentin? Eine Mauer. Ich habe gegen Ende versucht, eine Mauer. Hier ist eine Mauer. Guck mal, gucken wir uns mal so eine Mauer an, wie die aussieht. Kann man nicht abgreifen? Doch, ja, doch, das können wir ja. Aber das, guck mal diese Mauer an. Die schützt sogar die Burg vor Rammen von hier. Ja, klar. Der Rest der Mauer ist irgendwo. Wo ist der Rest? Also, ich guck mal, hier ist so. Wo ist denn da ein Wall? Hier ist Mauer. Ich hab da einen Wall gebaut. Hier ist etwas Mauer. Da ist er doch! Das sind zwei Palisaden. Da oben ist Mauer. Gut, also so viel Mauer. Tja. Aber mal jetzt ohne Scheiß, hättest du dieses eine Loch da oben nicht gefunden, dann wäre das Spiel anders ausgegangen, glaube ich. Ich hätte dann nochmal boomen können, aber dann konnte ich nicht boomen. Ja, dafür sind ja Löcher da. Wenn keine Löcher da sind, dann mache ich welche. Nächste Woche machen wir ihn fertig. Ja, bestimmt. GG, Marco. GG. Schön, Marco, du hast voll gespielt heute. Wochenende, haut rein. Lasst uns einen Daumen hoch da auf dem Video. Drückt die Glocke, weil die Glocke ist geil. Hast du Bock auf eine Glocke manchmal? Hast du eine Glocke? Nein. Willst du eine Glocke haben? Ja. Willst du ein Stück Melone? Hm? Ja. Gehst du auf Rocket Beans, ne? YouTube-Kanal? Ich mach die Glocke an. Machst du die Glocke an? Und ihr macht die Glocke an. Machst du die Glocke an? Geil, Mann, nächste Woche machen wir den fertig. Du bist okay? Der Glocke von Notre Dame. Fertig jetzt. Der Glocke Notre Dame-Glocke. Ciao, Leute, haut rein. Schönes Wochenende. Jetzt kommt Game 2. Bleibt dran, weil es geil ist. Und danach Couch an Couch. Ciao. Tschüss.